möchte das nicht. Oh, Skaparin. Wow. Und die Donation erst. Ja, ja. Ihr seid Schweine, seid ihr. Schweine, allesamt. Warte, jetzt bin ich in so einem langsamen Spiel wieder. Ich bin gerade gar nicht so auf Assassin's Creed eingestellt. Aber hey, macht nichts. Wir können das regeln. Weißt du, mit was ich das als letztes getan habe? Eigentlich die Hauptmission spielen, ne? Und... Ja. Hauptmission und hier Sachen einnehmen. Stimmt. Wir müssen mit den Romas rechnen und auch sprechen. Dann gehen wir mal zu dem Tunneleingang. Da entlang. Mein lieber Ezio. Wir, du ziehst dich doch vor der Cam aus. Naja, aber ihr seid ja schon vorher da gewesen, also seid ihr ja recht prüde, ne? Wie geht's, Caparino? Alles fit? Mann, geh bitte hier runter, danke. Ach, ich weiß nicht. Ich habe halt gerade wieder ein bisschen Just Dance, keine Ahnung. Ich könnte eigentlich, gefühlt könnte ich den ganzen Tag Just Dance spielen, aber das ist halt dann sehr warm und deswegen habe ich jetzt nur sowas Knappes an, beziehungsweise eigentlich bin ich total schlunzig den ganzen Tag rumgelaufen. Hatte auch eigentlich vor, weiterhin schlunzig rumzulaufen und dann dieses Jahr, wir gehen beim Griechen essen. Ja, stimmt. Wir gehen beim Griechen essen und dann bin am Leben und dir Just Dance on Stream. Ab 1.1. ab nächstes Jahr esse ich, trainiere noch heimlich ein bisschen. Damit es nicht ganz so peinlich aussieht. Also eigentlich, ich sag mal so, von der Punktzahl spiele ich das Spiel gut. Aber ich weiß genau, dass meine Füße einfach total auf dem Boden kleben bleiben. Mal habe ich da bessere Tage, mal nicht. Mal kann ich mich auf die Füße auch ein bisschen konzentrieren, aber oft auch einfach gar nicht. Wieso ist dieses Tor zu? Das finde ich gemein. Jetzt muss ich über die Dach, über die Dach klettern. Ich kletter über Dach. Und springe dann in Heuhaufen und rede mit Roma-Frau. Ich sah fröhlichere Menschen am Galgen. Klug scheißt woanders, Effendin. Die Byzantiner stahlen uns einen halben Jahresverdienst. Mi dispiace, kann ich helfen? Vielleicht. Seit Jahrhunderten wird mein Volk verunglimpft und beleidigt. Man schimpft uns Hexen und Zauberer. Nun, so sei es. Wir laufen nicht mehr vor diesen Lügen davon. Wir begrüßen sie. Bestärkt diese Gerüchte. Es ist besser, gefürchtet zu werden, als ignoriert. Das hört sich gut an. Hier ist mein Plan. Jeder, der diese Geldtruhe berührt hat, muss sterben. Aber diskret, wie durch einen heidnischen Fluch. Der Fluch der Roma wird zu unserem Segen. Vielleicht lassen uns die Leute dann endlich in Ruhe. Scheint wohl bei Isa wesentlich wärmer zu sein momentan, ja. Aber das wird sich noch während des Streams ein bisschen runterkühlen. Und OMG, ich habe eine Sternschnuppe gesehen und dachte, du seist vom Stuhl gefallen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gerade nicht, was ich darauf antworten soll. Ich finde, es ist so schundig schlecht, dass ich zugeben muss, dass ich es schon wieder gut finde. Hallöchen auch an dich mal. Lori, wie geht's dir? Fluch der Roma. Eine Gruppe byzantinischer Templer hat eine Truhe mit dem Gold der Roma gestohlen. Vergiften sie alle, die es wagen, die Truhe zu berühren, um den Eindruck zu erwecken, die Truhe sei verflucht. Zwischen den Roma untertauchen und alle Ziele vergiften. Krieg ich eh nicht hin. Hörte sie einfach an. Das stimmt, die Flirt-Nachhilfe war wirklich beim Witcher. Wir vermissen alle den Witcher, kann das sein? Ich glaube, der Witcher hat diesen Kanal ein bisschen zu sehr geprägt. Nicht, dass ich das schlimm finden würde. Ja, ich muss ehrlich gestehen, der Witcher hat wirklich einiges Gutes getan. Ich weiß nicht, irgendwie mag den Witcher. Ja, flirten, weil ich das will. Ja, ob das ankommt, ist ja die andere Sache dann, aber mein Gott. Solange es dann auch noch geschmackvoll ist. Aber dann ist das ja auch noch in Ordnung. Habe ich überhaupt nicht so viel? Ich hab 3. Irgendwas ist doch merk. Hey, lass ihn nicht entkommen! Lieber Gott, bitte lass mich das überleben. Oh ja. Wie war das noch? Ich habe mein Pferd verloren, kann ich auf die Weiter reiten? Gerade die Folge zu 2/3 geschaut. Naja, am Spiel liegt's nicht. Wie sehr man da rumhurt. Möchtest du mir jetzt irgendetwas vorwerfen, nur weil das Spiel mir die Möglichkeit gibt und ich das komplett ausnutze?
Ist es das, was du mir gerade sagen möchtest? Das ist doch nicht schlimm. Okay, Alexandria steht nun wieder unter unserer Kontrolle. Warte mal, was sind das? Donnerbombe, Blutbombe, Fischköderbombe. Es gibt doch auch Gift, oder? Wartet mal eben. Ich würde gerne eine Giftbombe. Was denn? Ich weiß ja nicht, wie viel. Dafür muss ich aber erstmal hier hin. Den kann man noch mal eben. Dass du sowieso nicht bekommende Körbe und dann nicht mal die mit Brüsten, sondern mit gefaulten Obst entgegengeschmissen. Ja. Sind Schmund ist ja leider immer, oder? Machst du nix? Ist einfach nix. So, zwei Assassinen behalten wir mal. Ich brauch keine Liste die ganze Zeit. Was tödlicher Beut. Wäre das denn für eine Bombe dann? Bombe zerlegen. Wir wollen eine Aufschlagshilfe, definitiv. Lammblut? Was forscht? Die Gegner. Ich möchte sie umbringen. Mit den taktischen Rauchbomben eingesetzt durch die dichten Qualen eignen sich diese gut zur Vernebelung des Attentats. Fortbewegung einschränken. Wie die. Warte mal. Oh, jetzt haben wir auch die falsche. Ups. Ja. Die wollen wir zerlegen. Arabisches Pulver hier. Kohlenstaub wird für tödliche Bomben benutzt. Hier, nee. Hier mit dem Datapurpoder. Ja! So, Giftbombe. Perfekt. Das ist kein Vorwurf, sondern ein Kompliment. Dann ist es ja wunderbar, King. Dann verstehen wir uns auch. Das finde ich sehr nett. Vielen Dank für dieses Kompliment. Hab's was Neues von Nisi. Also ich da aktuell leider nichts gehört. Ich habe auch schon überlegt gehabt, irgendwie nochmal, also jemanden zu kontaktieren. Also einmal auf dem Steam-Ordner zu gucken. Könnt ihr mich bitte, danke, hier durchlassen? Hoch. Vergiften wir uns gerade nicht selber, wenn wir jetzt durch das Gift laufen? Hast du gesehen, was der Doktor verkauft hat? Okay. Dieser halbnackt. Ich bin nicht halbnackt, ich bin halb angezogen. Was mit Nisi, ihr Router ist kaputt. Als ich Witcher 1 gespielt habe, hat es mich echt gewurmt, dass ich so wenig Sammelkarten bekomme. Echt? Aber wie schafft man das denn? Das ist ein Eva-Cosplay. Ne, weil, das findet ihr halt nackt, wenn ich einfach mal dekolletiefrei da sitze? Ripbruder, ja. Aber eigentlich, ich denk mal, sie wird dieses Jahr noch wiederkommen, oder? So viel Geld, ich kann es nicht glauben. Lass mal sehen. Später. Ich hab Zivilisten getötet. Zivilisten. Weil wieso stirbt der Zivilist, aber die drei anderen Wachen, die dabei stehen, nicht? Lauft ihr jetzt weiter? Achso, jetzt darf ich mit euch laufen. Okay. Dekolleté! Naja, wenn du nur halb angezogen bist, bist du ja auch nur halb nackt. Aber ich bin ja nicht zur Hälfte. Also ich habe untenrum Klamotten an, so ist es nicht, ne? Jetzt hat Isa schon mal weniger an und man sieht doch keine Boobies. Weil es eh jemals nicht entgangen sein sollte, aber ich bin kein Boobie-Streamer. Ich werde auch nie ein Boobie-Streamer sein.
Dann rennen im Sommer aber viele Evas rum, ja, aber ganz viele, die man noch nicht sehen möchte. Ach, jetzt fangen wir auch, weil wir auch noch an zu singen. Es ist viel effektiver mit dem Fallen. Was geht hier vor? Ist das der Fluch der Roma? Habt ihr sonst noch andere Sorgen? Außer, dass ich keine Bubis zeige? Egal, sie ist trotzdem hübsch. Oh, vielen Dank! Guten Abend, Hallöchen der Porsche, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Kein Bubi-Streamer. Was hat sie gesagt? Aber anscheinend kann ich euch ja auch so ohne Bubis anlocken. Das heißt ja, ihr zeigt ein bisschen Niveau, Leute. Du hast das Internet. Du solltest kein Problem haben, parallel zum Stream Bubis sehen zu können. Das stimmt allerdings. Und ich kann die Quali nicht abändern. Oha. Was Niveau? Hallöchen, Endestra auch. Schön, dass du da bist. Wie geht's euch beiden, da Porsche und Endestra? Ja, das, was man sieht, ist ja auch anlockend. Sind wir jetzt fertig? Ach, wir müssen die Schuhe mitnehmen. Auswärtige Musikanten werden gebeten, nicht unter den Haaren. Ach ja, stimmt. Entschuldigung. Ich habe gerade Pizza gegessen. Die alten Tricks sind immer die besten. Seid vorsichtig, Ezio. Es heißt, die Truhe sei verflucht. Wohin, Belladonna? Hier lang. Und bleibt wachsam. Ich glaube schon, das Niveau kennt da ist. Ihr den Begriff Ägyptien? Nee, ich sag nur Celestia Vega. Was soll das heißen? Wusstet ihr, dass das Wort aus der irrigen Annahme entstand, mein Volk käme aus Ägypten? Findet ihr das beleidigend? Ich finde es lustig. Mein Volk stammt aus dem Osten Persiens und darüber hinaus. Wir rennen die alle weg. Wir haben zu Einwohnern eines Landes gemacht, das wir nie sahen. Ja, soll ich dir helfen oder kriegst du das alleine hin? Ich glaube, das kriegt die Iris auch alleine hin. Menschen sind dumm. Manchmal. Ezio, die einfachste Antwort ist doch meist die beste. Geht ganz okay, aber buffert bei mir alle 10 Sekunden scheiß Internet und so. Also ich bin wieder weg, sorry. Es ist ja kein Problem. Ich meine, ich kenne das ja, dass hier leider, dass ich leider zu klein bin, um euch genug Kapazitäten irgendwie anbieten zu können und das Twitch da immer rumbitscht. Beim Witcher wäre die Frau jetzt leichter bekleidet. Viel leichter bekleidet, das stimmt. Oder sie hätte gar nichts an. Oder sie hätte wenigstens einen Ausschnitt. Ach, ein Doppelkinn ist doch auch toll zu berühren. Hm. Das war dein Discord-Post von dir 2017. Hm? Was meinst du? Zitaten. Really, Isa? Ihr solltet das sehen. Sicherstellen, dass nichts fehlt. Ihr habt unseren Dank, Ezio. Und von jetzt an könnt ihr auf uns zählen. Egal was, egal wann. Gut zu wissen. Und wenn der ich, sagen Gerald wir, könnte jetzt Geld mit ihr auch schlafen. Möchte, komm ich zu euch. Ach übrigens, nicht vergessen, zum Ende dieses Streams gibt es natürlich auch wieder einen random Steam Key und morgen gibt es dann ein Adventgeschenk für euch. Ein Assassine wartet auf ein Gespräch. Hä? Ma, ich muss programmieren, aber komm nicht weiter. Denn da kann ich sie leider nicht weiter. Ah ja, man sieht das. Okay. Geh mir nicht! Hab ich euch nicht schon mal gesehen? Psst. Ja, du hast mich schon mal gesehen. Warte, falsche Richtung vom Niveau. Wir haben eine richtige Richtung vom Niveau? Die Roma sah aus wie Isa. Bitte was? Okay, meine, tatsächlich wurde ich früher als Säuner von meiner Familie bezeichnet. Also, das heißt, nicht als Zigeunerkind an sich, sondern eher an Esmeralda. Wir haben 50 Datenfragmente. Jetzt sind alle Datenfragmente aufgetaucht auf der Map. Nur ein paar wenige hier. Ganz wenige. Juhu, noch mehr Sachen zum Einsammeln und wieder zurücklaufen.
Was sieht der Single Gamer für die Witcherisierung der Spielindustrie? Ist das richtig? Warte, wirke ich etwa wie ein frustrierter Single? Ich weiß nicht. Das ist, bitte was? Der hält sich für eine Bergziege. Ich bin noch keine Bergziege. Warum sollte ich mich für eine Bergziege halten? Wie komme ich da hoch? Ach da. Ah, das könnte also funktionieren. Das Kürze muss man noch. Bitte was? Gesundheit, Iris. Lass dich fallen. Ach so! Okay. Allerdings, dass das Kürze noch überarbeitet werden muss oder dass ich ein frustrierter Single bin. Ja, vor allem, ich bin auch hier gerade dran vorbeigelaufen, oder nicht? An diesem Datenfragment. Ich sehe das nicht. Es scheint mir alles so surreal, um ehrlich zu sein. Usisbi oder so. Auch schön. Ich bin ein frustrierter Single. Suche auf dem Wege auch eine Freundin. Also wer hat Bock? Ich glaube, so viele Weiber sind hier. Wobei, ich möchte jetzt hier niemanden anderen ausschließen. Also. Ich weiß aber nicht, welche Assassine mit mir reden möchte, also lassen wir das. Dann die Templer die Scheiße halt wieder einnehmen, dann erobere ich das wieder zurück. Hä, warte mal. So. Wird schon sein. Beeindruckend, aber haltet euch besser fern von den Wachen. Ja, ja. Die Wachen, die bösen. Bitte nicht mit Twitch. Aber mal ganz ehrlich, ne? Ich fände das eigentlich als. Ich muss als Gamerin sagen, ich fände es ja geil, wenn es wirklich eine seriöse Tinder-App für Gamer geben würde. Also. Sowas ähnliches wie Tinder eben. Einfach eine Single-Börse, die funktioniert für Gamer. Die auch aktiv und sowas ist. I would appreciate that. Ein geiles Vibe sehe ich. Vergiss it. Mit den Sprüchen bestimmt nicht. Du bist mir zu jung. In einem anderen Tab von Chrome. Jetzt fühle ich mich beleidigt. Gibt's doch, nennt sich Twitter. Was? Runter mit dir, sonst. Wie soll das denn bei Twitter gehen? Und Tinder, selbst wenn gerade Gamescom ist. Ernsthaft? Es gibt keinen Grund hier. Deine Qualen werden. Ich wollte ihn eigentlich töten, aber jetzt will man natürlich bleibt immer auf dem Keller stehen. Selbsthilfe Gamer Circle Tinder Remake. Tatsächlich haben wir auf der Arbeit unterhalten uns darüber, mal eine Single-Börsen-Seite für Gamer, einzig für Gamer aufzubauen. Witzigerweise. Warum sind die denn alle so nervig heute auf den Dächern? Na los, sonst habe ich immer Ruhe. Twitter? Neue Kategorie Social Dating. Ich meine, ich finde es sehr erstaunlich, wie viel man auch, also wie viele Leute man einfach auch über Twitch kennenlernt. Weiß ich irgendwie, aber bin auch dennoch erstaunt. Aber mit Tinder, also ich war auch schon auf Tinder angemeldet, das ist nicht. Und mit Tinder habe ich bis dato nur schlechte Erfahrungen gemacht. Das heißt, ich lande immer bei Psychopathen. Irgendwie. Okay, es war auch nur einer. Aber der war echt gestört. Twitter ist eine Gamer-Partnerbörse, aber ich bin doch immer noch auf Twitter gesperrt. Ich weiß nicht mal warum. Du bist auf Twitter gesperrt? Wie hast du das denn geschafft? Bezüglich Twitter, ich kenne vier Twitter-Pärchen. Weiß von drei weiteren, ich bin ja auch ein halbes. Aber hast du deine Freundin über Twitter kennengelernt? Steam-Profil-Giveaway. Was? Wäre auch weird. Gibt halt auch so Leute, die sich aus unersichtlichen Gründen irgendwelche Hoffnungen machen und sich dann aus dem Stream verpissen, wenn man sagt, dass man einen Partner hat.
Ja, aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich solche Leute hier habe. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, aber das muss man ja echt erstmal schaffen. Krass. Was willst du von mir? Was zur Hölle? Er rennt so auf mich zu und will mich umbringen. Ich denke mir nur so, was willst du von mir, Digga? Nein, Mann. Ja. Echt? Du hast deine Freundin über Twitter kennengelernt? Wo ist das denn? Krass. Finde ich cool. Oh, ich habe keinen Fallschirm mehr. Erstmal kaufen. Ich bin ganz lieb. Oh ja, Lucy. Mein Mitbewohner hat seine Freundin Daisy kennengelernt. Glück muss man haben. An die Bewohner der Erdbeben-geschädigten Häuser. Der Sultan hat euch nicht vergessen. Aber sind das dann alles so Beziehungen, die ein bisschen auf der Ferne laufen? Oder auch, dass sie dann quasi zufallstechnisch in der gleichen Stadt oder Nachbarstadt, also ihr wisst schon, eben in der Nähe. Oh ja, Lucy. Oder sich einrennen, es würde irgendwas mit den Streamerinnen laufen, weil die sich mit einem unterhält. Bei mir hier läuft hier nichts mit euch. Ich möchte das vorweg einmal for safety sake und so sagen. Ich glaube, der Herald steht direkt vor mir. Ja, ich habe ihn Herald genannt. Was fand einen dazu, sich so aufzuführen? Der steht direkt in die Ecke. Das heißt, Isabel will gar nichts von mir. Oha, oha. Skandalös. Skandalös. Dark Radio Pärchen. Also, okay, ich meine, aber Iris, deine Geschichte ist ja wirklich schon krass, dass dein Freund in der Schweiz lebt und du dann nach zur Schweiz. Also, wie lange seid ihr? Ihr seid ja auch schon so Ewigkeiten zusammen. Und das ist wirklich, also, eure Beziehung, die wirklich absoluten riesen Respekt vor mir. Wirklich. Wenn das Leute schaffen, das ist echt cool. Also, der Fall zeigt gleichzeitig auch meinen Freund. Ja, das ist das. 9 Jahre. Sag ich ja, Ewigkeiten. Und überleg mal, wie jung ihr noch seid. Und das ist schon so krass und was. Ich finde das unglaublich einfach. In dem positiven Sinne, definitiv. Positiv. Na. So. Irgendwann kommen wir in diesem Spiel auch nochmal zur Hauptgeschichte. Irgendwann. Wenn die ganze Stadt mir gehört. Ich alles. Also nächstes Jahr erwarte ich dann den Ring, wa? Tatsächlich, ich muss es halt so schmunzeln, weil meine Schwester und mein Schwager, die sind halt auch 10 Jahre zusammen gewesen und dann hat er ihr den Heiratsantrag gemacht, ne? Aber okay, die sind halt jetzt um die 30 beide. Deswegen, ich sag, es ist so krass einfach. Aber es kann gar nicht sein. Ja doch, die haben 2014 geheiratet. Doch, doch, da waren die, glaube ich, 10 Jahre zusammen. Ich war auch 3 Jahre mit einer aus der Schweiz zusammen. War echt teuer, war damals 14. Krass, Leute. Und ich überlege mir gerade, ob es worth ist, bis nach Wiesbaden fahren. Oder nicht. Oder doch, oder nicht. Aber eigentlich keine Ahnung. Eigentlich... Ach... Bin ich kein Mensch für Fernbeziehungen. Das ist halt mein aktuelles Problem, wo ich total drüber nachdenke. Oha! Olli, vielen Dank für dein Haus. Und willkommen, wenn du da bist. Wir können das nicht kaufen. Immer mit traurig. Du warst drei. Gott, der ist schlecht, Nerdy. Oh, ein Aquädukt. Hab's, ich kletter so drauf, merkt dann erst, dass es ein Aquädukt ist. The Pinky and the Brain. Und seit 7 Jahren bin ich 17. Boah. Also, oh, doch, es hat funktioniert. Ich dachte, ich springe jetzt in den Tod, um halt. Als wir uns kennengelernt haben, waren es 500 Kilometer, jetzt noch 30. Die anderen haben zum Teil Glück mit Entfernung, andere natürlich auch ziemliches Pech. Ja, es ist halt immer die Frage, willst du das machen oder willst du es halt nicht machen?
denn seit 5 Jahren bin ich? Jetzt bin ich verwirrt. Dann musst du durch Koblenz. Kommst du einen Kaffee, wenn du den Kaffee ausgibst, klar. Wir machen ja eh, nächstes Jahr gehen wir ja eh in, ne, trinken. Im März. Also ich habe auf jeden Fall Bock dazu, das zu machen. Deswegen. Erstmal Anfang nächstes Jahr darüber quatschen, wann wir das machen und dann... Als ich angefangen habe zu studieren, meinte einer aus der Fachschaft beim Erste Stammtisch? Ja. Warte mal. Da will ich nicht runterspringen. Einen Augenblick. Aus dem darauf, dass ich mit meinem Freund in der Schweiz wohne, den Fehler habe ich auch gemacht. Mit dem Satz war über mir unten durch, ohne dass... Ja, aber keine Ahnung, also... Hä, warum muss man denn sowas sagen? Das kann doch auch funktionieren. Ich meine, klar, das ist halt immer ein Risiko, was du eingehst, aber letztendlich ist es doch auch voll die krasse Erfahrung zu sagen, hey, mit wann, wie alt warst du da? 18, 19? Ich ziehe jetzt in die Schweiz, weil ich da einen Menschen liebe und was, Hölle, man kann sich in die Welt verstecken, das wusste ich. Und ich finde das einfach nur mutig und wenn man so ein Risiko für jemanden einzugehen bereit ist, dann ist es so total worth und Hallöchen. Olli, hattest du gerade gestreamt? Ich war mir gerade nicht sicher, ob das so war. Auf jeden Fall, Hallöchen, wie geht's dir? Also, kann ich auch verstehen, die Person wäre auch unten durch. Vor allen Dingen, wenn man sich ja wirklich noch nicht so kennt und... Keine Ahnung. Weißt du, nur weil die wahrscheinlich chronisch untervögelt ist und was weiß ich nicht? Blöde Kuh. Und ja, ich weiß, das kommt hier nicht so rüber. Klar gebe ich dir einen aus... Bin ein Gentleman, das kommt wirklich nicht so rüber, hast du recht. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass man deine Sprüche, die du teilweise drückst, allzu ernst nehmen muss. Deswegen, ich meine, ich drücke ja auch manchmal solche Sprüche. Deswegen ist das alles vollkommen im Rahmen, sage ich mal. Ja, ist das immer. Es kam so rüber von wegen, bloß kein Schweizer als Freund oder so. Nachher, chronisch untervögelt, fertig. Besser Witz ist ein Schweizer auf 180. Warum? Verstehe den Witz nicht. Kennt ihr den Begriff Schneckentüff? Hat mich mein Schwager heute gefragt, ob ich mal wieder zum Schneckentüff muss. Langsam wird mir ja kalt. Den hat wieder keiner verstanden. Ich bin auch ganz schlecht in Schütze. Ich wollte jetzt Scherze und Witze sagen. Und Schütze zu verstehen. Kann ich ganz schlecht. Ich komm pass und so. Hä? Verstehe ich immer noch nicht. Wir meinten, wahrscheinlich lag sie ihm einfach auf der Tasche und deswegen hat es nicht geklappt. Dann ist sie eine Bitch, würde ich behaupten. Ja, Frauen aus Schneckentüff, ist aber nicht nett. Ich finde es eigentlich sehr witzig, der könnte von mir sein. Ja, ja, das stimmt, Olli, der könnte wirklich von dir sein. Ich habe das im ersten Moment nicht verstanden, dann habe ich es mir auch gedacht. Ist dir was Gemeines? Ich habe jetzt momentan gerade keinen Fallschirm. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie so runterspringen, ohne zu sterben. Das hat auch funktioniert. Na, magst du deine Medizin nehmen? Magst du deine Medizin nehmen? Schön. Auf einem Kompass ist Kurs 180 genau Richtung Süden. Oh, willkommen, willkommen, komm Sonnenschein. Sachen in den Flieger ein. Ja, willkommen, willkommen. Na, 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 na. Ich bin leider nicht textsicher in diesem Lied, aber es macht so Spaß. Ich war früher mal textsicher an dem Tag. Das meinte ich nicht. Dann erklär das doch mal. Wieso weiß man, das ist 180 Süden und hä, was? Ja, die Medizin ist so bitter. Welche Medizin? Welche Medizin denn? Aber deins ist auch gut. Und wie geht das, was du kennst, richtig? Würde mich jetzt mal interessieren? Ist kalt.
Mir ist kalt. Müsst ihr mich gleich mal anziehen? Nicht, dass ich nackt bin, so ist es nicht, aber ich müsste mich mal anziehen. Es ist übrigens ganz geil eigentlich, so zwei Kisten unterm Tisch zu haben, wo man seine Füße, seine Stinkemarken stellen kann. Ich freue mich übrigens auch richtig, Just Dance im Stream zu spielen, aber ich glaube, das wird so peinlich. Naja! Wird bestimmt für etwas gut sein. Selbstbewusstsein aufbauen und so. Nein, nimmst du deine Medizin? Ich nehme meine Medizin nicht. Den Wahnsinn doch aufrechterhalten, den ich hier verzocke. Na, na, na. Aber ich muss hier hoch. Ja. Willkommen, willkommen. Jetzt habe ich eine Ohrwurm. Von einem Lied, das ich singen meinte, weil man in der Schweiz ja nicht so schnell fahren darf und da glaube ich Max 100 erlaubt ist. Und ich komme mir dumm vor, wenn ich meinen Witz erklären muss. Nee, du, das Problem ist, ich fahre halt. Also, ich kann Auto fahren. In der Theorie. Ich habe auf jeden Fall einen Führerschein. Nur ich fahre halt fast gar kein Auto und ich bin noch nie in der Schweiz Auto gefahren und deswegen. Weiß ich das gar nicht, dass man nur maximal 100 fahren darf. Wie langweilig ist die Schweiz denn? Nein, ich weiß nicht, was ich vor 10 Sekunden gesagt habe. Ich erzähle hier so viel, vergesse vieles, deswegen. Tut mir leid. Ich bin wirklich. Ich bin auch ein vergesslicher Mensch. Wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich tot. Wobei, wir können hier runterspringen. Habe ich vor 10 Sekunden gesagt? Also was habe ich mit der Medizin gesagt? Fast 120. Wie langweilig. So erstmal Chips und Fett werden. Das ist die richtige Einstellung. Gefällt mir du. Meine Mama auch so geil. Boah, ich habe so Hunger. Können wir jetzt mal endlich Pizza bestellen? Und bestellt sich dann einen kleinen Salat. Ich habe meine Hawaii-Pizza gar nicht aufbekommen, weil ich auch noch Thunfisch gefüllte Thunfischbrötchen hatte. Und dann habe ich jetzt was für morgen? Ich muss übrigens hier hoch. Schaffst du das? Nein. Ich wusste, dass du das nicht schaffst. Ich dachte, ich frag mal dumm nach. Das schaffst du. Ja, ja, man muss nur den alten Mann austricksen. Wieso ist das jetzt unten? Oh, warte, was? Hölle, hier ist ein Tor. Ali, wie geht's dir? Wie ist dein Urlaub bis dato? Nee, ich habe wirklich kein Gefühl für Sitte und Anstand. Das ist richtig. Ich finde das alles dumm. Chips hätte ich auch gerne Bock drauf. Nee, Chips hätte ich. Ich bin momentan einfach voll gefressen, um ehrlich zu sein. Erinnerst du dich an die Chemie-Explosion in China? Chemie-Explosion in China? Was für eine Chemie-Explosion? Chili und Explosion auch im Rahmen des Möglichen. Chili und Explosion. Was? Reden wir gerade über Verdauung? Ich möchte nicht über Verdauung sprechen. Das ist so ein ekliges Thema. Ich musste mir das schon gerade mit meiner Nichte anhören, wie die gerade gepupt hat und was da alles rauskommt und bla und keine Ahnung und fürchterlich. Nur etwas habt ihr noch nie gesehen. Ich habe das Sagen hier in der Nachbarschaft. Achso, das ist der Schwarzmarkt. Komm doch und stell dich mir. Was willst du? Mein Schwager. Ich habe hier das Sagen. Keiner bezwingt mich. Mein Wort ist Gesetz. Aufgepasst! Tanzen wie ein Schmetterling, stechen wie ein Skorpion. Was will er aufs Maul oder was? Geh mal auf den Sack. Oh. Er wollte. Wow, da kriegt man sogar Geld für. Wie lustig. Er wollte wirklich einfach nur aufs Maul. It was a pleasure to me, darlings. Den nicht töten. Nein, nein. Er hatte doch nur die falsche Waffe ausgewählt. Also, als die Faust eine Waffe ist. Meine Schuhe. Da springen und loslassen. Das ist der Vorfahre von Muhammad Ali. Dafür kann er aber richtig scheiße boxen. Darf ich ein Video mit der Explosion schicken? Die war mega, das hat so richtig Boom gemacht. Ja, darfst du, da müsste nur. Ich weiß nicht, ob der Vincent gerade noch da ist, da müsste der dich einmal permitten. Andererseits, du könntest das natürlich, wenn du auf dem Discord-Server bei mir wärst, könntest du das auch in den Futternapf posten. Oder zwei, damit
Sekte begangen werden. Oh, willkommen, willkommen. Sonnenschein. Wir sehen Sachen in den Flieger ein. Ja, willkommen, willkommen. Na 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 na. Ich bin eine Beatbox. Ich kann nicht Beatboxen können. Isa und ihre Werbung. Kaufen Sie jetzt meinen Discord-Channel. Weißt du, ich bin ein Sellout, Mama. Ja, ich bin gerade am LOL zocken. Was? Könntest du einmal bitte den Dr. Mallory permitten, dass er einen Link posten könnte? Danke sehr. Ich habe sogar übrigens die tolle Duration von den Trullolö Tralalas. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Von Trullolö Tralalas. Muss ich da ganz hoch? Ja, ich muss da ganz hoch. Oh. Aua. Aua. Ach nee, ich habe mich nicht gefangen. Mist. Mist. Da hoch. Ah ja, das. Ja, laut Mama, wärst du, wenn du Bubis zeigst? Ja, stimmt. Der andere Tobi hat auch gesagt, ich könnte eine Milf werden. Ein bisschen witzig, was mein Ausbilder mir alles erzählt. Eigentlich total cool, weil es ist einfach das Gefühl, als wärst du halt vollwertig. Nicht nur so, okay, ja, Azubi. Oder Discord-Link, oder Discord-Link. Da müsste der Vincent einmal nur Ausrufezeichen Discord in den Channel posten. Dann kannst du auch auf den Discord kommen. Echt, ich dachte, Sally wäre die Obersell-Autorin. Ja, dann bin ich halt Sellout-Mama Nummer 2. Gebe ich mich mit zufrieden. Kann ich runterspringen? Ja. Ich wollte eigentlich in den anderen Heuhaufen. Naja. Irgendwas wird bestimmt noch passieren. Es ist halt... Das Problem ist, das ist ja ein Moderatorenbefehl, weil ich das ein bisschen kontrollierter haben möchte. Mod only, genau. Deswegen. Oder ich könnte das halt auch posten, aber ich, wenn ich das Spiel minimiere, habe ich ein bisschen Angst, dass das Spiel abstürzt und ich habe keine Lust, dass das... Der war aber schon immer Mod only. Achso, ja, das meinte ich auch so. Da müsste ich... Dem Tobi, ich meinte auch zu dem anderen Tobi, ich müsste ja dann einmal Mutter gewesen sein. Aber da ich nicht meine Tage kriege. Wobei ich hart bezweifle, dass ich schwanger wäre. Und ich hoffe es beim besten Willen nicht. Darauf hätte ich so keinen Bock. Mir reicht meine Nichte. Danke, Vincent. Vincent. Ich bin verwirrt. Was? Hört auf mich anzuschreien. Tut mir leid. Ich hab den nie verboten. Ach. Ist ja auch alles okay. Ich wollte jetzt auch niemandem was vorwerfen. Musst du noch kurz das Game gewinnen? Ja, ja. Könntest du dann auch den Dr. Mallory die Wellensittich-Rolle geben, bitte? Das wäre supi. So ist im Futternapf, super. Ich guck mir das später einmal an, weil ich guck das ja halt nicht. Und sowas unhöflich und gewissermaßen unprofessionell. Die Pille ist schon was Feines, aber ich habe eine riesen Antipathie gegen die Pille. Das ist leider so. Auch die Pille ist nicht zu 100%, schätze ich. Aber manchmal kann ich schon echt eine Bitch sein. Ah, tut mir leid. Halt, stopp, das war jetzt auf mein Verhalten und nicht auf meine sexuelle Auslegung ausgelegt. Was für eine Rolle? Die Wellensittich-Rolle. Bei mir ist alles mit Vögeln belastet. Wie man auch gerade hört. Hat er nicht automatisch, ich verteile die immer. Ich muss die immer verteilen, die Rollen. In dem Alter, wie macht das nur. Damit hast du eine schöne Farbe. Oh. Ja, ja, geht auch. Wo habt ihr das gelernt? Hä? Ich lauf. Wieso? Achso, okay. Ich wollte gar nicht zu der Fragment hier, aber lag auf dem Weg. Nimm alles mit, was auf dem Weg liegt.
Ich weiß nicht, wo das sein soll. Bring mal runter. Was ist mit Vögeln? MS-Niveau, wir sinken. MS-Niveau liegt bei mir schon sehr lange auf dem Boden des Meeres. Auf dem Meeresgrund, auf dem eiskalten, wo alle lustigen Menschen versammelt sind und einfach sich kaputt lachen. Vögeln. Ich nenne ihn manchmal Frühlingsrolle, aber Wellensittichrolle ist auch ein schöner Name dafür. Frühlingsrolle? Hey, hey, hey. Hey, hey. Also ich finde, ehrlich gesagt, finde ich so Witze gegen Tiere zum Essen total geschmackslos. Besonders, wenn es auf meine Vögel beziehen sollte. Also, wenn du jemals so einen Witz gegenüber meinen Vögeln machst, finde ich, das ist wirklich... Da verstehe ich keinen Spaß, in keinerlei Weise. Da fühle ich mich wirklich auch auf den Schlips getreten. Ich hasse sowas, wie die Pest. Mach nur Quatsch im Käfig. So, dann gehen wir jetzt in den anderen Stadtteil. Alle hopp, alle hopp, alle hopp, hopp, aua. Oh, ich dachte, die Frau hätte meinen Sturz Ich schlitz dir die Wache auf den Hals. So, ich dachte, sie würde mir jetzt sagen, ich schlitze die Kehle auf. Galadador. In der Schule habe ich mal einer Freundin erzählt, wie viele verschiedene Vögel immer bei meiner Oma im Garten sind. Sie hat wörtlich gesagt, ich habe keine Ahnung von Vögeln. Stille. Ein Grinsen zieht auf, ja, auch in die anderen Hinsicht. So wie es aussieht, zeigt Isa gut. Nein, tue ich nicht. Mir ist eigentlich auch kalt. Also eigentlich jammer ich schon die ganze Zeit, dass ich mir gerne was anziehen wollen würde. Aber irgendwie habe ich keine Lust aufzustehen. Hallöchen, Christoph, wie geht's dir? Alles fit bei dir? Sie hat ihn wieder nicht verstanden. Nein. Warte, du nennst deinen Penis Frühlingsrolle manchmal? Oder worauf bezieht sich das jetzt? Weil jetzt bin ich verwirrt. Was ist das denn hier wieder für ein Niveau? Ach. Hallo? Tschüss. Er ist nicht tot. Ich fühle mich gut dadurch, dass ich ihn nicht umgebracht habe. Wieso gibt es den Rang Dodo nicht? Ich will sowieso noch ein paar neue Ränge einführen. Los, los! Ich sehe die Ratte! Ich bin keine Ratte, ich bin ein Adler. Bin für den Befehl Niveau. Und was soll dahinter stecken? Stehen? Ja, sicher. Um beim Thema zu bleiben, alles fit im Schritt. Das freut mich. Das freut mich richtig, Junge. Kerl. Aber Dodos sind coole Tiere. Aber ich will Dodo. Komm, wisst ihr, was wir machen? Ich mache demnächst mal so eine Rundfrage, beziehungsweise mache ein Google-Dokument auf, wo ihr einfach eure vogelspezifischen neuen Ränge drin haben, eintragen könnt. Und die besten suche ich mir dann raus und integriere die dann auch noch mit in den Bot. Findet ihr das eine geile Idee? Wir haben gerade die Titanic passiert. Kurs weiterhin abwärts. Ich will Niffler, aber Niffler ist kein Vogel, ihr. Ich will ein Adler sein. Nein! Ezio, warum? Oh cool, wir sind bei dieser Kette. Die große Kette. Kann ich die Kette, weil sie doch so groß ist, so. Ja, okay, ich kann da nicht. Aber sie sieht so cool aus, die Kette. Ich will nur Dodo. Den Vogelrock. Was ist denn ein Vogelrock? Hat er den Verstand verloren? Was ist... Was hast du da hingeschrieben, Iris? Was ist das? Wunderst du mich? Ja, ja, Isa, schieb's nicht auf Ezio. Ja, stimmt, ich schieb's auf die Ubisoft-Programmierer. Ich muss noch weiter hoch, aber ich will schon mal in Richtung, Richtung richtig, richtig hoch. Okay. Netter darüber. Hast du das jetzt? Hast du dieses Spiel manchmal, ne? Poste ein Bild in Discord. Alles klar.
Der Rock ist ein mythischer Vogel, der Elefanten gesnackt hat. Geil! Ach so, was natürlich. Und vielleicht solltet ihr mir dann schreiben, was das für Vögel sind, wenn das so... So, liebe Isa, lieber Chat, wundervolle Frauen in diesem Stream. Ich wünsche erstmal einen schönen guten Abend. Ich träume von euch. Gehst du jetzt schlafen um 21.22 Uhr? Dann wünsche ich dir mal einen schönen Abend noch. Vielen Dank fürs Zuschauen natürlich. Und ich wünsche dir einen schönen, schönen Abend. Vergiss nicht, morgen gibt es ein Spiel im Wert von 50 Euro zu gewinnen. Und ja, ich weiß wieder Werbung. Ja, ich, Nerdy, das habe ich jetzt auch vor, rüber zu klettern. Und hast du das aber manchmal mit dem Sprung, ne? Und fallen zu lassen. Du bist einfach schuld. Ich bin nicht schuld. Ich bin auch nicht schuld. So, jetzt darfst du runterspringen. Jetzt machst du auch nicht mal zum Körper. Was stimmt denn? Der kann nicht fliegen, aber Pinguine können auch nicht fliegen. Ist euch mal aufgefallen? Ja, 50 Euro. SteamWorld bestimmt. Ja, momentan ist das der SteamWorld. Natürlich. Hat er den Verstand verloren? Tiger Knight spielen, da wünsche ich dir viel Spaß auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich letztens auch Rocket League Finals von irgendwas geguckt. Ich wusste nicht, welche von welchen Finals, aber ich bin da so hängen geblieben, weil das so spannend war. Da war ich selbst überrascht. Da ist alles überteuert. Hä, geht so, ne? Immer. Weiß eigentlich jemand zufällig, ob. Ich habe ja jetzt die Collector's Edition noch von Overwatch. Und da ist der, Noir Skin. Von der Black Widow. Der Widowmaker. Wieso sag ich immer Black Widow? Ach so, wegen Marvel. Der Widowmaker drin. Und ich möchte ihn eigentlich gerne auf meinem Account haben, aber ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt, das irgendwie in Anführungszeichen abzugraden. Wann, was, wie, wo. Morgen irgendwann im Laufe des Tages bei mir im Stream. Was sage ich euch erst morgen? Er wird seine Gründe haben, schätze ich. Ich ein Schwierig. Ich muss verwirrt sein. Ach, hier komische Sachen. Und ja. Ja, Rocket League's Finals. Die waren episch, die waren wirklich spannend. Die waren richtig, richtig gut, muss ich ja selber sagen. Oh, ich habe Komponenten verdient, ne? Oh, Geld. Aber dann ist der Key garantiert weg. Ja, das wäre ja nicht so schlimm an sich. Ich meine, klar, wäre halt geil, wenn man das Spiel halt nochmal so komplett verlosen könnte. Aber wäre nicht schlimm, wenn ich den Skin dann dafür hätte. Dann schreibe ich mal den Support demnächst an. Ich wollte heute ein 2 Jahre altes Spiel kaufen. Und das hat noch 40 Euro gekostet. Welches Spiel wolltest du denn kaufen, Olli? Ich bin morgen von 11 bis 19 Uhr weg. Ah, das ist doof dann. Weil ich... weiß nicht, ob ich so lange in den Abend morgen stream. Hagelvoll, Sternhagelvoll. Ich trinke nicht, um verrückt zu sein. So, bis dann. Der ist extra so weit, ich weiß. Ich mache euch sofort Platz. Wird die wunderbare Heimatarmee zu einer Position nahe Edirne. Was ist das für ein Spiel, Olli? Seid gegrüßt. Sag mal, King Tom. Hättest du Bock, Aragami mit mir zu spielen? Demnächst, also nächstes Jahr erst irgendwann. Ansonsten würde ich wahrscheinlich dazu übergehen, es alleine zu spielen. Lass den Noir-Skin auf. Konntest du den extra kaufen? Kann man sich den extra kaufen? Ist der teuer? Weil dann würde ich ja nicht das Spiel... Ups, ich wollte eigentlich nach oben. Ich denke mal, man kann auch nach oben damit. Aber es stimmt schon, es lohnt sich, wenn du den Noir-Skin hast. Aber die hat keinen Rock dann mehr an. Aber ich bin einfach, ich bin ein Sammler einfach. Das ist das Schlimme daran. Aber ich glaube, wenn man den Skin sich nochmal so kaufen könnte... Mann, das? Wo hast du den her, Tobi? Rocket League hättest du auch Lust. Du bist auch ein Rocket League-Spieler.
Das müssen wir da mal klar machen. Vincent und Sepp spielen ja auch immer. Also, ich spiele nicht so oft Rocket League, gebe ich zu, aber es macht mittlerweile ein bisschen mehr Spaß. Als zum Anfang. Ich habe ja jetzt ein bisschen fliegen gelernt. Ich habe es schon wieder vergessen, wie das genau geht, aber ein bisschen fliegen kann ich. Der Wahnsinn lauert überall, schätze ich. Oh, es gibt ja nicht mehr. Ja, schade. Dann werde ich das wohl mit der Collector's Edition machen müssen, in Anführungszeichen. Man kann sich einfach im Store von Blizzard die Origins Edition kaufen, wenn man die normale schon hat, und dann bekommt man halt auch noch die Skins. Ja, aber der Noir-Skin, der ist nicht von den... Es ist nicht in der Origins Edition enthalten. Ich habe ja auch die Origins Edition und hab den nicht. Weil das war eigentlich die Vorbesteller-Aktion. Ist so ein viermal Game im Weltraum. Ein viermal Game im Weltraum? Boah, wie ätzend. Ich muss hier gerade voll umständlich klettern. Ja, Rocket League war mein Main-Spiel, bevor ich Overwatch angefangen habe. Ernsthaft? Wie lustig. Nein! Wie soll ich denn da drankommen, wenn er sich sofort in die Scheiße fallen lässt? Hä, was ist denn für ein Käse? Hä? Hä, verstehe ich nicht. So he would always have a friend. So he would always have a friend. Bauernschlau, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei uns verrückten Birdies auf jeden Fall. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Ach richtig, Noah ist ja Vorbesteller. Doof, richtig. Und offensichtlich auch Collector's Edition. Wie komme ich denn hier ran? Bin ich jetzt... Warte mal. Hoppla. Er hat sich leider nicht gefangen. Halt. Vernachlässigt nicht eure Gesundheit. Was kann außer eurer Tiefe? Nee, so komme ich ja auch nicht. Boah, wie bin ich? Ich habe das ja schon mal alles eingesammelt, aber ich bin doch nur ein einfacher Mann. Beachtet mich nicht. Weiß jemand, wie man da hochkommt? Oder drankommt, besser gesagt? Weil das Problem ist, wenn ich mich davon da oben runterfallen lassen möchte auf die Plattform, bringt ihr direkt automatisch in dieses Ding rein. Das ist ätzend. Jemand sollte euch ein bisschen Respekt beibringen. Ja, ja, Respekt und bla bla bla. Wissen auch alle, dass das nicht gut. Meinen Augen trauen? Rex auf Reaper und teleportier dich. Ich glaube, das ist das falsche Spiel. Warte mal, oder wir probieren jetzt was anderes aus. Dafür muss ich einmal zum Schneider, aber. Der Schneider, der ist direkt hier hinter. Guten Abend. Guten Abend. Der Skin kostet nur 30 Euro. Nur in Anführungszeichen. Aber wo kostet der denn noch 30 Euro? Wo kann ich den kaufen? Setzt sich in die stille Ecke und schimpft sich und hängt sich ein. Ich bin eine schlechte Programmiererin, steht um. Oh nein, warum? Ich meine, ich kann dir leider überhaupt nicht helfen, weil ich programmieren nicht kann. Ich kann nicht programmieren. So wäre es richtig deutsch, kann ich offensichtlich auch nicht. Gute Nacht, ich leg mich hin. Viel Spaß noch. Okay, was hauen denn alle Leute so früh ab? Es ist Samstag. Leute.
Nein, alles gut. Wünsche euch eine gute Nacht da draußen. Schlaft schön. Passt auf euch auf. Bei CD-Keys kommt. Dann guck ich mal. Ja, dann kann ich tatsächlich sogar die Collector-Edition von Overwatch noch. Das war nie geplant, oder? Nein. Oh, ich stand so derbe auf dem Schlauch, dabei ist es so simpel. Ja, aber das macht dich ja nicht so schlecht. Das ist ein Programmierer, das macht dich vielleicht nur ein bisschen verpeilt. Ich kenne das selber. Ich stehe auch ganz oft auf dem Schlauch. Du darfst nicht so schlecht von dir denken. Bringt nichts. Ich habe noch nicht genau einen richtigen Plan, was ich eigentlich tun möchte. Ich muss auf jeden Fall an Höhe noch ein bisschen. Und irgendwo abspringen, wo kein verdammter Heuhaufen ist. Könnte von hier vielleicht schon funktionieren. Nein, verdammt. Okay. Okay, warte, nicht so, nicht so. Bleib mal, spring mal von hier. Das wird jetzt voll... Ja, jetzt kann er auch sterben. Ist mir egal, er hat es eingesammelt. Ha, geschafft. So. Babe. Wer nie auf dem Schlauch steht, denkt nicht. Das ist eine schöne Aussage eigentlich, weil es auch stimmt. So, jetzt haben wir hier alle Fragmente eingesammelt. Das heißt, wir können erstmal die Hauptgeschichte weiterspielen. Ach nee, können wir nicht, weil wir wollen mit dem Assassinen dann noch reden. Ja. Alles klar. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Hafen und teleportieren uns darüber und beziehungsweise fahren mit dem Schiff darüber. Ich kann ja gar nicht teleportieren. Aber vielleicht sollte ich auch erstmal alles Mögliche wieder einkaufen, was ich einkaufen könnte. Dafür muss ich nur ein paar Händler. So, jetzt gehe ich aber. Jetzt kann er auch sterben. Ist egal. Er hat es eingesammelt. Ja, das können wir gerne als Quote enden. Vincent, bist du noch anwesend? Kommt wieder. Gute Nacht, Nerdy. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht und schlaf gut. Die Gemeinschaft zerfällt. Nein, tut sie nicht. Es ist unmöglich, dass die Gemeinschaft hier zerfällt. Komm und gehen, Menschen. Das ist richtig gut. Aber es zerfällt hier nicht. Ich habe noch die gar keine Bücher gekauft. Fällt mir gerade auf. Ah! Wie gut, dass ich mir den Skin bei damals für 3 Euro... Was? Du hast dir den für 3 Euro gekauft und du hast mir das nie erzählt, dass man sich für 3 Euro den Skin kaufen kann? Der goldene Esel. Die Bücher sehen sehr schön aus. Metamorphosen. War ja klar, dass Metamorphosen so ein teures Buch ist. Schatzkarten sind auch alles im Besitz. Äußerst befriedigend, das freut mich. Ich weiß gar nicht, warum ich die Bücher kaufe, weil sie bringen mir überhaupt nichts. Dort ist eh vorbestellt für die Beta. Ja, ich nicht. Wie gesagt, das Spiel, ich habe das für nicht so gut eingeschätzt. Sorry, 4 Euro. Wow. Hab Durst. Ich weiß gar nicht, wofür das schnell wirkende Gift ein bisschen Erholung und verwendet wird, um ehrlich zu sein. Wie ich zum Suchti von Overwatch geworden bin, ist witzig eigentlich, oder? Tatsächlich.
Tatsächlich, wir gehen jetzt erstmal runter zum Hafen und suchen dann gleich einen Schmied. Wir haben eh nicht mehr so viel Geld und wir müssen einmal zur Bank dann noch. Tatsächlich. Habe ich mir das bei Rahmschütze angeguckt, glaube ich. Und dann hatte mein zu dem Zeitpunkt Freund sich das Spiel gekauft und dann habe ich das angetestet. Weil eigentlich, weil ich es auch eigentlich einfach wollte, glaube ich. Und irgendwie habe ich das angetestet und dann. Hübsche Animation. Hatte ich das angetestet und dann fand ich das so geil und dann habe ich mir das sofort selbst gekauft. Ich glaube, da ist noch jemand, der wieder verprügelt werden möchte. Defender, ich bin mit meinen Erledigungen im Rückstand. Ich werde euch bezahlen, wenn ihr mir helft. Nein, wir müssen Kisten schleppen. Okay. Aus dem Weg, Miladies. Lisa hatte mal einen Freund. Ja. Wobei ich da auch sage, das ist eigentlich keine richtige, für mich irgendwie keine richtige Beziehung gewesen, weil das auch nur 6 Monate war und. Hey, bist du noch bei Trost? Das stupst ihr mich an. Hab ich euch irgendwas getan, Herr? Ja. Was ist los mit euch, hm? Achso, ich habe mich schon vor über einem Jahr von einem internationalen Stream in der Closed Beta hypen lassen. Ich überhaupt nicht, weil ich einfach wirklich dachte, über Blizzard und ein Ego-Shooter, das ist irgendwie so. Hast du nicht euch irgendwas getan, Herr? Weiß ich nicht. Und dann so Comic und keine Ahnung, da war ich immer so, ich mochte auch zu dem Zeitpunkt die Comic-Grafik von World of Warcraft nicht sonderlich. Und deswegen war es immer so, will ich das wirklich spielen? Mir gesagt, und keine Ahnung, ich habe einfach, glaube ich, auch eine Alternative zu LoL gesucht, weil LoL mir einfach so auf die Nerven gegangen ist. Es hat einfach immer weniger Spaß gemacht und jetzt habe ich endlich ein Spiel gefunden, wo ich wirklich aufblühe und mir super viel Spaß macht und so. Solange warst du mit deinem ersten Freund, circa? Also ich war mit meinem ersten Freund 3 Jahre zusammen. Bist du in Assassin's Creed? Yep. Fertig mit Arbeit und dem Tag. Hallöchen, Basti. Dann willkommen. Dann ruhe ich mal hier aus. Und vielen Dank, mein Freund. So, wir wollen mit dem Assassinen sprechen und Geld abholen. Noch genau. Ja, das kenne ich zum Beispiel gar nicht, ne? Wenn als Bestien ein Schild hatte, offensichtlich. Deswegen, ich finde es leider auch ein bisschen schade, dass ich die Beta verpasst habe. Aber da, umso mehr bin ich froh, quasi von Season 1 da zu sein. Basti, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Wenn man behinderten spielen muss, ja. Also, da gebe ich dir recht. Mir macht Overwatch auch nur Spaß mit den Leuten, mit denen ich das auch mittlerweile spiele. Wobei, wenn ich wirklich tryharden möchte, dann spiele ich auch gerne alleine. Da gebe ich Kinton auch recht. Also, es ist. Weiß nicht, ich glaube, wir haben noch nicht für uns selbst irgendwie eine gute Gruppendynamik gefunden, dass das funktioniert. Mit meinem zweiten Freund bin ich seit 9 Jahren zusammen. Aha. Ja, da war es aber sehr früh mit deinem ersten Freund zusammen, ne? Tatsächlich hatte ich mal auch so eine Beziehung mit einem Ägypter, der in Ägypten gewohnt hat. Ich habe diesen Menschen noch nie gesehen, aber ich hatte eine Beziehung zu ihm. Das ging auch 2 Jahre, witzigerweise. Das ist eine Zeit, das wissen meine Eltern, glaube ich, nicht, dass ich mit diesen Menschen in Anführungszeichen zusammen war. Das ist auch total geil, weil ich da einfach übertrieben naiv war. Ich war da so übertrieben naiv, das ist unfassbar. Was hast du für Phil? Minder bemittelt. Ich kam alleine besser klar. Im Team machen wir ehrlich gesagt nichts, außer bei der Hell und Ansagen, wo die Gegner sind. Ja, ich weiß aber auch echt nicht, woran das liegt, du. Ich sag, ich glaube, wir müssen da ein bisschen noch halt irgendwie die Chemie zueinander finden, wie wir zu arbeiten haben miteinander. Deswegen ist es halt so. Also bei meinem ersten Freund war ich 13. Er war exakt 1 Monat älter als ich. Boah, richtig. Richtig hardcore, Iris.
Kyrill der von Rhodos, ein Templer, der unter dem Namen der Diakon bekannt ist, steckt hinter dem Plan, den orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel zu ermorden. Finden Sie und eliminieren Sie. Kyrill von Rhodos bleibt eine Gefahr für die Stadt. Versteht ihr auch, warum? Ich war unbesonnen, Mentor. Ihr wart vorschnell. Hattet nur das Attentat im Sinn, nicht die Annäherung. Ich kann den Fehler wieder gut machen, Mentor. Kyrill wurde heute Morgen gesehen, nicht weit von hier. Bene, wir werden der Spur gemeinsam folgen. Hier lang. Allein ist es ja toll, wenn man das ganze Game Tank spielt und ein Gold Kills hat. Ja, es ist schon sehr, sehr krass, wie gut man manchmal. Aber Tanks sind ja momentan auch die aktuelle Meta. Kann das sein, dass wir hoch müssen? So, hier. Okay, das klappt nicht. Einen Moment. Was soll das alles? Das ist die Leiche des Mannes, der mir Kyrills Namen nannte. Der Diakon will seine Spuren verwischen. Jedoch nicht schnell genug. Wir finden ihn trotzdem. Boah, da war schon wieder so ein Meuchelmörder. Fühlt euch alle mal von ganz doll geknuddelt. Hallöchen Ellie, wie geht's dir, meine Liebe? Schön, dass du da bist. Und die anderen fünf Attack- oder Defense-Helden spielen. Also ich weiß nicht, eigentlich habe ich bis dato wirklich, auch wenn ich mit Randoms spiele, immer ein Team, wo alle darauf achten, dass ein Heiler gepickt wird, dass DDs gepickt werden, dass Tanks gepickt wird oder man zwei Healer im Team hat, die sich aber verdammt nochmal gegenseitig heilen. Das funktioniert aber in witziger Weise auch sehr gut. Zumindest mit Felix und mir. Da, der Diakon. Es ist unklug, einen Mann ganz offen zu töten. Was schlagt dir vor? Ich sorge für eine Ablenkung. Wenn er flieht, folgt ihr ihm. Bene, fangt an. Wo kam die Frau denn jetzt her? Dieb! Damit kommst du nicht davon! Wache! Du kannst nicht entkommen! Er wärmt auf jeden Fall alle Leute perfekt um. Mit Zenyatta und Anna. Ja, aber Zenyatta ist auch ein guter DD. Zenyatta ist der beste Mann, du. Ellie, wie geht's dir? Assassinen! Ich hätte wissen müssen, dass ihr Schurken dahinter steckt. Wer sonst, Diakon? Ihr mischt euch in Dinge ein, die ihr nicht verstehen könnt. Geht und versteckt euch im Heu. Schade, dass ihr Assassinen alleine arbeitet. So dauert es länger, euch alle zu töten. Und was geschieht nun, Assassine? Was war das? Was hofft ihr zu hören, Assassine? Dass ich meine Verbindungen bereue? Niemals. Rom ließ uns allein in Zeiten der Not. Und der Westen war blind für die Untaten der Osmanen. Ist es ein Wunder, dass ich mich an Männer mit mehr Ehre, mehr Mut und mehr Visionen wandte? Ich bereue nichts. Requiescat in pace. Was ich anhabe, das ist ein Bademantel mit so Öhrchen, der hat noch so, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sehen kann. Oh, habe ich das hier falsch? Was? Ich habe das falsch auf und mir sagt das niemand. Mein Gott. Professionelle Streamerin wieder am Werk. Ja. Der Sprecher von dem alten Italiener ist ja schon ähnlich emotional wie der von Geralt. Ja, der hat noch so Öhrchen hier. Da. Man sieht das nicht so. Oh, hier sind Öhrchen. Es ist halt immer für den Winter echt angenehm und sehr warm, deswegen. Das ist schön, das hilft bloß nicht. Ach, ich kann dir das doch auch nicht sagen. Scheiße, jetzt müssen wir echt wieder rüber.
Okay, ja, wir haben alles eingesammelt. Wir können, glaube ich, noch das Häuschen hier kaufen. Wir haben mal so ein bisschen Geld gerade. Und ja. Ja, vielleicht ist der Sprecher von dem ollen Italiener wirklich ein bisschen emotionslos. Aber so müssen Krieger sein. Einfach keine Gefühle zeigen, stumpf töten. So ist ein richtig guter Mann beschaffen. Ja, gut. Mir geht's gut. Mir geht's auch sehr gut. Ich habe heute so viel Just Dance gespielt. Das macht mir einfach zu viel Spaß. Und ich muss ja eh für meinen Stream trainieren. Damit das nicht ganz so schlimm aussieht. Beziehungsweise damit ich überhaupt ein paar Sachen ganz gut... Oh, kannst du deine YouTube-Vorputze sind 75% wieder aufgebaut. Ich warte ja sogar beim Picken, was noch gepickt werden muss. Bloß, wenn die Verteidigung in der Verteidigung Reaper, Soldier, Hanzo, Widow und Farrah gepickt wird, muss ich halt am besten einen Tank picken. Der das Tank, ja. Hä, hey, wieso spielen die denn alle so... Was zur Hölle? Wieso spielen die so komisch? Das sind ja mega Braindeads. Hab ich nicht gesagt, aber es wirkt ein bisschen Braindead. Wenn so gepickt wird. Ich finde das schön mit dem Wasser drüber gleiten. Du bist doch im Voice Chat. Frag mich doch nicht. Ja, Entschuldigung. Mein Pro-Tipp für Overwatch: Werktags, mittags, nachts und nachts spielen. Das sagen die Studenten, weißt du? Sag ich nur mal dazu jetzt. Da habe ich wesentlich höheren Rules. Klar kann ich das nicht jeder. Diese Studenten immer! Mittlerweile wir bei 1600. Wo warst du vorher? Der Wächter Teil 2. Hä? Einer ihrer Assassinen hat mehr über den Mann herausgefunden, der sich der Wächter nennt. Es ist Zeit, sich um den Verräter zu kümmern. Bei der Suche nach den Gefangenen... Ich dachte, wir machen jetzt hier eine Hauptmission. Ich verwirrt. Jetzt mache ich doch noch eine. Gibt es Neues von dem Verräter Vali? Habt ihr ihn gefunden? Er fand uns, Mentor. Zwei unserer Brüder wurden heute aus diesem Unterschlupf entführt. Das tut wirklich weh. Nun fordert Vali, dass wir unseren Besitz den Templern übergeben. Nein. Wir verhandeln nicht mit Männern, die Geiseln als Druckmittel einsetzen. Wir spüren sie auf und eliminieren sie. Dann sollten wir uns aufteilen und Galata absuchen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Also ich schlaf, ja, am Wochenende schlafe ich halt nicht so viel. Hallöchen Sternchen, Hallöchen Artanis, schön, dass du auch mal wieder da bist. Wie geht's dir? Alles gut? Meine Hand noch, wieso deine Hand? Was machst du mit deiner Hand? Und egal wann. Alles außer Schlafen natürlich. Das Problem ist, ich kann nachts nicht zocken, wobei ich halt auch... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hab's auf jeden Fall nach Platin geschafft. Ende. Ups. Jetzt stirbst du. Hab dich und jetzt stirb. Ups, ich sollte vielleicht mal... Kommt ihr Schnecken, schneller! Ich wurde nicht Platin eingerankt, ich wurde Gold eingerankt. Ich wurde Gold eingerankt und hab mich Platin hochgespielt. Du bist Studentin und schläfst nachts. Ja, du bist eine... Wow, was zur Hölle. Ich hab mir das Gesicht zertreten. Los, zuschlagen! No,
Ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt. Das ist ganz einfach. Hat Barley euch das angetan? Mentor, vergebt mir. Ihr seid in eine Falle getappt. Er fing mich, um die Assassinen vom Hauptquartier wegzulocken. Und nun ist er auf dem Weg dorthin. Alles klar. Dann wollen wir mal im Hauptquartier rennen. Und dort alles, was in der Platin, Gold, Bronze, Holzkohle. Doch alles dasselbe, das stimmt. Hauptsache, es macht Spaß. That's Mugface. Ah, von letztens. Ellie, schreibst du jetzt... Weil ich das von Uwe erzählt habe? Mhm. Ja, alles schick, besoffen bin ich. Du bist besoffen, okay, cool. Da hast du ein Jutes getrunken. Bist du jetzt doof, hier hochzuklettern? Offensichtlich. Immer diese Panikmacher-Musik und ich habe gar keinen Plan, wo ich hin muss. Besoffen ist immer gut. Ich war noch nie besoffen. Kann das nicht beurteilen. Ja, bestimmt so ein Punkt vor Platin und dann mit Glück das Game gewonnen. Nee, Tobi, nicht mit Glück, mit Können. Ich finde nicht, dass es da so viel Glück zugehört. Wenn man einfach ordentlich spielt und seine Leute ordentlich koordiniert bekommt, dann funktioniert das auch. Echt nicht, Isa? Nee, ich trinke ja auch fast keinen Alkohol. Und Leon, guten Morgen. Das 60 FPS, das sieht so smooth aus. Yep, das ist 60 FPS. Ich überlege gerade sogar früh ins Bett zu gehen, um morgen dann früh aufzustehen und gleich konzentriert zu arbeiten. Morgens funktioniert das meistens besser, das kenne ich. Ihr seid ein pfiffiger Soldat, Ezio. Aber ihr allein reicht nicht, um die Stadt zu retten. Ich folge euch über die Dächer. Oh nein, Assassinen. Klar ist das Glück mit welchem Vollspasten. Ja, okay, da hast du recht. Er läuft zu langsam. Ich wollte schon sagen. Muss ich überhaupt was machen? Einst war mir unser Credo so wichtig wie die Luft zum Atmen. Aber als die Türken in die Walachei einmarschierten und der Assassine nichts unternahm, wie konnte ich da noch an euch glauben? Wenn eine Philosophie einem Mann verbietet, sein Volk, sein Land und seine Familie zu schützen, wofür in aller Welt ist sie dann gut? Friede sei mit euch. Oh, das war doch tatsächlich eine Hauptmission. Vollsynchronisation ist gescheitert, das war nichts. Sequenz 3 beendet. Ach, guck mal. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, in der nächsten Sequenz auch wieder den nächsten Assassin, der mit uns reden will. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, was passiert, aber wahrscheinlich kommt irgendeine Zwischensequenz. Claudia, ich bin nun im Besitz eines der Masyaf-Schlüssel. Und besser noch, ich habe eine Karte entdeckt, mit Zeichen und Symbolen kodiert, von der ich glaube, dass sie mich zu den übrigen Schlüsseln führen wird. Ihre volle Bedeutung ist mir ein Rätsel. Jedoch hatte ich das Glück, eine Venezianerin zu treffen, die mir bei der Entschlüsselung helfen wird. Doch ich sollte meinen Erfolg nicht überbewerten. Die Templer haben immer noch einen der Schlüssel, den ich ihnen abnehmen muss. Womöglich brauche ich mehr Hilfe, als die Assassinen mir gewähren können. Wenn ich nur einen Freund am osmanischen Hof hätte, das würde mir den Zugang zu den Geheimnissen der Stadt enorm erleichtern. Du hast doch Süleman, oder nicht? Ich gehe jetzt auf deine Bemerkung, Basti, einfach nicht ein, ja? Ich möchte auch nicht, dass dieses Thema hier jetzt irgendwie weiter ausgegangen wird. Sequenz 4, ziviler Ungehorsam. Was? Das sieht aus wie ein Kolosseum mit zwei Basilisken. Basilisken? Das sind keine Basilisken. Sind das Basilisken? Ich bin gerade verwirrt. Aua. Oh, neue Gegenstände bei Schneidern frei. So, wir fangen gar nicht erst mit der Hauptgeschichte an. Das ist mir viel zu lästig. Irgendein Assassine wollte doch noch mit uns reden. Oder war das der Assassine, der mit uns reden wollte? Bin ich verwirrt. Ich sehe es nämlich gerade nicht.
dass hier irgendwo eine Assassine-Mission wäre. Das heißt, wir rennen jetzt hier einmal zur Sophia-Erinnerung. Ist Vollidiot ein Schimpfwort? Weiß ich nicht. Ein Vollidiot ist jetzt nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Bei mir stehen noch ein paar Pershing grenzwertig. Was sind denn Pershings? Nachher, dadurch, dass ich nie trinke, habe ich auch keine Ahnung davon, ne? Hi. 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 Darf ich dich bestechen? Darf ich dich bestechen? Vielen Dank. So. Sorry, Isa. Wollte das noch wenigstens abschicken. Ja, es ist ja... Wie hält er sich so gut in Form? Nein, ich kann das verstehen, Iris. Ich meine, ich sag auch... Ich frage auch immer, ob die Leute behindert sind, aber ich meine das eben nicht auf die wirklich, also keine Ahnung, ich habe das in meinem Kopf einfach voneinander getrennt. So. Ich verstehe genau, dass wenn, also Spasti und sowas habe ich mir auch abgewöhnt, Leute zu nennen. Nur das Wort behindert, das... Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Diese Musik. Zwei Italiani. Allein und verlassen im Ort. Nein, nicht schon wieder er. Er ist aus Assassin's Creed 2. Ich spüre vieles, Messere. Vor allem Übelkeit. Belästigt euch dieser Mann, Sophia? Vergebt mir, Messere. Aber die Dame und ich sind... der Teufel in Person! Weiche! Duccio, welche Freude. Duccio. Um euer Leben. Er war mit meiner Schwester liiert vor vielen Jahren. Und was geschah dann? Sein Cazzo hatte noch 6 andere. Kirdovenia. Also was führt euch zu den Docks? Ich habe meine Arbeit unterbrochen, um ein Paket abzuholen. Aber anscheinend sind die Papiere des Kapitäns nicht in Ordnung. Also warte ich. Oh, Kese Katura. Das kann den ganzen Tag dauern. Lasst mich sehen, was ich tun kann. Ich kenne ein paar Wege, die Regeln zu umgehen. Kennt ihr die? Sie. Ich treffe euch bei eurem Geschäft. Oh, ja, aber wirklich. Aber was für eine lustige Szene. An die erinnere ich mich gar nicht. Der vierte Teil der Welt. Sophias Paket ist in ein rotes Tuch eingewickelt. Besorgen Sie es für sie. Unbemerkt in den Hafen eindringen und wieder verschwinden. Das schafft ihr nicht. Männer sind so, naja. Ja, manchmal sind Männer einfach nur lustig. Also so doof lustig, weißt du? Ich halte nicht an. Mir ist die volle Synchronisation sowieso egal. Also von daher renne ich auch gerne hier rein. Verpasst die Pfeiler, um da hochzuklettern. Naja. Könnte jetzt ein bisschen dauern, bis ich hier hochkomme. Das sind alles keine roten Tücher, aber hey. Hä? So, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe auf dem Schiff. So, hallo. Hallöchen, Olli. What's up? So, hier oben sind auch noch Pakete. Hier ist doch auch nichts rot. Warte mal. Gucken wir eben auf der Seite noch. Hier ist erst recht nichts. Okay, dann muss das ja hier oben irgendwo sein. Ach, wie ätzend. Wie anstrengend diese Mission. Was ist das? Nein. Bist du das? Nein. Du das? Sophia Sator. Perfetto. Eingesammelt, ja. Aus dem Gebiet fliehen. Ja, das kriegen wir hin. Männer sind unersetzbar. Naja, an sich hat die Wissenschaft es ja schon rausgefunden, dass man Frauen sich irgendwie selbst befruchten können. Also natürlich mit medizinischer Beihilfe. Das heißt, man bräuchte gar keine Männer, um schwanger zu werden. Das heißt, die Menschheit könnte auch nur mit Frauen leben, witzigerweise. Also jetzt überleg nochmal nach, ob ihr dich doch
unersetzbar seid. Du hast ein Herz hinbekommen. Oh mein Gott, Olli! Das ist fabulous! Ich spüre vieles, vor allem Übelkeit ist wirklich ein netter Korb. Männer sind männlich, Frauen sind göttlich. Das hast du schön gesagt. Ja, letztendlich brauchst du ja auch nur ein anderes Chromosom und das kannst du ja von einer anderen Frau schon vielleicht kriegen. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Ich habe sowas nur mal gehört, aber ich habe mich mit der Materie nicht grundlegend auseinandergesetzt. Aber anscheinend ist das wohl möglich. Frauen sind super. Gibt es einen Grund für diesen Unfug? Wenn es alle Frauen so wollen, Lisa, das bezweifle ich aber. Also, ich möchte mal dazu sagen, ich möchte das auch nicht. Ach, das ist ja Lan. Ich habe die Tür nicht gesehen. Salute, Ezio. Glück gehabt? Madame Miguela Sofia Sator, Libraia, Konstantinopoli. Oh nein, es ist beschädigt. Haben Sie damit Piraten abgewehrt? Nun, so weit, so gut. Oh, bellissimo, ne? Die Kopie einer Karte von Martin Waldseemüller. Seht ihr? Die neu entdeckten Länder von Messere Amerigo Vespucci. Armer Cristoforo Colombo. Die Geschichte treibt manchmal seltsame Blüten. Was haltet ihr von diesen Gewässern hier? Ein neuer Ozean vielleicht? Die meisten Gelehrten, die ich getroffen habe, glauben, der Globus sei größer als bisher angenommen. Incredibile. Je mehr wir über die Welt erfahren, desto weniger wissen wir. Gut. Ihr hieltet euer Versprechen? Nun erfülle ich meins. Wenn wir recht haben, dann zeigt euch dies den Standort des ersten Buches. Ich muss zugeben, mir schwirrt der Kopf bei der Aussicht, diese Bücher zu sehen. Dieses Wissen ging der Welt verloren und nun kehrt es zurück. Vielleicht könnte ich einige Kopien drucken und vertreiben. Eine kleine Auflage von 50 oder so sollte reichen. Perché ridi? Vergib mir. Es ist schön, eine solche persönliche und edle Leidenschaft zu sehen. Sehr inspirierend. Guter Gott, wo kommt das denn jetzt her? Grazie, Sofia. Ich komme zurück. Ja, der Spaß kommt definitiv zu kurz bei künstlicher Befruchtung. Sage ich ja auch, habt ihr auch absolut recht. Also, ne? Wieso reden die zwischendurch Italienisch, weil das Italiener sind und ich mag das sehr gerne als Italienerin, dass sie Italienisch reden. Deswegen sollen sie es ruhig beibelassen. So, dann gucken wir mal nach den ersten Büchlein. Soweit das eben geht. Das können wir wahrscheinlich, das ist die Hagia Sophia. Ist das die Hagia Sophia? Ja, das ist 60.000. Ein Hallöchen, Nikro. Es ist so langweilig auf der Arbeit, ehrlich. Nun, du hast keine Qualitätseinstellungen und auf der Quelle läuft der Stream nicht. Oh nein! Wo habe ich denn keine Qualitätseinstellungen? Manchmal habe ich die, oder? Ja, toll. Ich würde gerne diese Mission unter... Ja! Dann sollen sie doch durchgehend Italienisch sprechen. Nein! Wir müssen auch Deutsch, das sind halt Bilinguisten. Overwatch, Sex und Italiener. Der Chat ist heute super. Der ist wirklich super heute, das stimmt. Dir fehlt ein Auge. Wer fehlt einem Auge? So kenne ich dich ja gar nicht. So. Schaltet sie frei. Ich habe nicht so viel Geld. Mir fehlt noch 40.000 dafür. Dann sollen sie doch... Hab sie bei dir doch noch nicht gesehen. Also Quali-Einstellungen. Aber ab und an habe ich tatsächlich mal welche. Nicht immer, aber ab und an. So, muss ich wirklich bis ganz nach oben. Wieso ist denn... Warum sollte denn ein Buch auf dem Gipfel eines Turms sein? Also die klassischen Themen. Alles beim Alten. Ja, wirklich. Never change a running system. So. Zeichen und Symbole, Teil 1. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Niccolò Polo hat ein Buch in der Nähe der Hagia Sophia versteckt.
das Hinweise zum Versteck eines Mafia-Schlüssels enthält. Benutzen Sie die Polo-Symbole, um es zu entdecken. Okay. Da ist das Buch. Okay. Tatsächlich brauchen wir den Turm nur zur Aufsicht. Das war ja ganz schön einfach jetzt. Weil auf dem Turm nur ein Assassine klettert. Ach so, ja stimmt. Ah, Tobi, was würde ich nur ohne dich und deine unvergleichbare Spiellogik machen? Wenn ich den Stream so sehe, habe ich wieder Bock auf Prince of Persia. Aber Prince of Persia müsste ich auch mal spielen. Also diese zwei komischen Teile, die ich nie zu Ende gespielt habe. Ehrlich? Ich weiß es nicht, Ellie. Ob das das gratis gab. War genial. Der erste Prince of Persia war wirklich genial. Der zweite und der dritte, den habe ich nicht zu Ende gespielt, weil ich einfach... Also, wartet mal. Der erste 3D-Prince of Persia war gut. So. Und dann das mit diesem Schattenprinz und dem Dahaka. Der Dahaka hat mich einfach so fertig gemacht. Die Gesandtschaft von Konstantinopel von Liturant von irgendwas gefunden. Ich finde die Musik übrigens wunderschön. Wir haben den Galataturm freigeschaltet. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Aber die Musik, die gerade läuft, ist unfassbar schön. Ich schau fix mal nach. Amiga 500, bester Computer ever. Ich habe leider nie auf dem Amiga gespielt. Amiga ist auch wirklich an mir vorbeigegangen, leider. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich geboren war. Hätte ich aber gerne... Also ich würde das mal gerne machen. Einfach so, aber... Das tut mir gerade so weh, ne? Ja, ich weiß. Geh nochmal Medizin. Hey, warte mal. Wieso sind hier noch Fragmente? Weil die auch wieder leicht runterkommen durch ihre irischen magischen Heuhaufen. Ja, das ist... Die Heuhaufen, die sind toll. Meine Fresse, jetzt geht das Ausrufezeichen in Eclipse nicht. Ist Eclipse ein Programm oder... Ach, ich weiß nicht, worüber du redest. Ich muss Java auch noch lernen, witzigerweise. Ich bin Angst auf. Was, du warst da noch nicht geboren? Du bist doch schon uralt. Tobi. So geht man nicht mit alten Menschen um. Das ist nicht nett. Ach, wir müssen da rüber. Ja gut, dann kann ich auch... Wo ist das da? Ich habe den Amiga sogar noch zu Hause. Ehrlich. Olli, ich komme mal vorbei. Ich lade mich jetzt mal zu dir einfach selbst ein und dann zocken wir. Ja, ich habe meinen Amiga auch noch. Und das Diskettengeräusch, das kalt. Na, das würde ich gerne mal echt erleben. Eclipse ist ein Programm zum Programmieren. Okay. Hast du da etwa Raubkopien gerade gesagt? In Munich gab es Prince of Persia, The Sand of Time gratis. Also das... Spiel, das habe ich auch gespielt und dann gibt es zwei Teile danach, auf die bin ich nicht mal klargekommen. Und dieses Neuere, das hatte ich dann auch mal Let's Played. Also das gibt es auch bei mir auf dem Stream, auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Und keine Ahnung. Ach ja, damals Disketten. Ich meine, Disketten kenne ich auch noch, aber die ersten, die kleine Variante von der Diskette. Kennst du noch Discopy X? Das Ding hat alles kopiert. Geil. Ja, aber früher war das ja auch wirklich leicht, Spiele einfach zu kopieren. Ich habe auch einen Teil für Origins of House. Echt? Ich habe auf jeden Fall noch die Prince of Persia Spiele. Boah, fuck. Mir fällt gerade eine Sache nur auf. Ich kann ihn nicht let's playen, momentan. Erst in 3 Jahren, wenn ich meine Klamotten ausgelagert habe, meine ganzen alten Spiele ausgelagert habe. Kacke, das bedeutet eigentlich auch, ich kann Harry Potter nicht, Lego Harry Potter nicht spielen, weil das auch eingelagert sein. Oder nee, warte mal. Witzigerweise, ich habe Lego Harry Potter und Prince of Persia tatsächlich nicht eingelagert. Ich habe die noch hier mit in die Wohnung genommen. Auf PS2. Ja, die Spiele habe ich gar nicht gespielt. Ich meine jetzt gerade Lego Harry Potter tatsächlich.
Habe ich leider auch nie zu Ende gespielt, weil ich das immer zu zweit spielen wollte und alle Leute sind mir abgesprungen. Ja, damals war Rob Queen anders als heute. Jeder hat die Spiele auf dem Pausenhof geteilt. Ja, ist ja wirklich so. Ich weiß gar nicht, wie die Spielebranche da überlebt hat. Ja, da haben wir uns auf dem Schulhof die... Geile, ernsthaft, Jungs. Ich habe nur den ersten Harry Potter gespielt. Schön, wie oft ich immer so die gleichen Türme hochklettern muss. Naja. Ach so, das meinte der mit Galataturm ist jetzt freigeschaltet. Ach, wir finden das Buch jetzt gerade erst. Ach, kacke, gehen wir jetzt wirklich in so einen Dungeon quasi rein, in so eine Höhle? Schade, dass man die Lego-Spiele nicht übers Internet zusammenspielen kann. Ich finde das so dumm gemacht. Aber was mich mittlerweile auch irritiert, es gibt ja dieses Dimensions und ich habe den Eindruck, dass alles nur noch über Lego Dimensions jetzt läuft. Also es kommt jetzt auch, was war das, was wir gesehen hatten? Zu irgendeinem Film, hier zu dem neuen Harry Potter, also Fantastische Tierwesen, kommt auch ein Lego-Spiel, aber irgendwie nur für Lego Dimensions. Und das ist ein Konsolenspiel, wo ich mir denke, so nein! Ein Hinweis der Polo-Brüder führte Ezio zum Galataturm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Die ersten drei Teile waren geil, der Rest ist nicht so meins. Von Harry Potter jetzt allgemein oder von den Spielen oder worüber reden wir genau gerade? Oh, ich liebe Kameraperspektive. Das macht immer so viel Spaß. Ups, entschuldigt. Falsche Maske. Weiß nicht, ob ich gleich was machen muss. Du hast nur noch einen zweiten Joystick. Ich finde das so dumm von... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das habe ich vollkommen verdrängt, dass man das machen muss. Oh Gott. Der Ezio kann halt alles. Der hängt sich auch mit einem Arm an einen Pfosten ran. Lego Star Wars war das Beste. Ich würde gerne mal alle Lego-Spiele spielen, einfach. Es ist aber echt klein unter dem Galataturm. Kennst du noch Emerald Mine und Dina Sisters? Bei Lego Dimensions muss man ja auch noch Figuren haben. Boah, ey, wie dumm ist das denn? Mal ehrlich. Ja, Koop-Spiele, die man nur am gleichen PC spielen kann, sind schlimm. Es ist total dumm einfach. Ich fühle mich gerade in einem Tomb Raider versetzt. Ich glaube, das sind aber echt nur Sachen, die man erklettern kann, weil ich habe gar keinen Assassinen-Symbol gerade. War cool. Deine Schwester hat sich immer an dem Spiel abgezogen, wie lustig. Hat wer von euch Lego Jurassic World und wie findet der? Ich würde auf jeden Fall noch Jurassic World. Ich habe halt die Batman-Spiele noch, die ich auch noch durchspielen möchte irgendwann. Ich möchte eigentlich, wie gesagt, jedes Lego-Spiel durchziehen. Und Lego Jurassic World ist ein definitives Muss, weil ich liebe den Film einfach. Hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Ich muss mal gerade gucken. Wahrscheinlich da, wo es hell ist, kletter ich auch durch. Sorry. Auch jemand wie ich hat eine Schwester. Hat hier wer eigentlich jemand eine Wii U? Mario Kart 8, wir haben das auch für Arbeit. Aber die ist nicht mit dem Internet verbunden. Witzigerweise, ich habe das Seil gerade nicht gesehen, aber ich dachte, ich springe jetzt einfach mal. Wird schon stimmen. Haben wir nicht alle eine kleine Schwester, die nervt? Hey, ich bin die Jüngste aus der Familie. Oder Bruder. Immer diese Nesthäkchen hier. Und Einzelkinder. Was ist das für eine Musik hier? Warum ist sie so mega episch, wenn man hier nur so ganz entspannt herumklettert?
Oh, das wird jetzt cool, glaube ich. Als sie dann mit Jungs anfingen, hat Papa gesagt, Olli, aufpassen. Was kann ich mir so richtig vorstellen, also bei dir. So von der Art her, richtig. Wie lustig. Daniel ist bestimmt auch so eine nervige Schwester. Ja, doch. Eindeutig. Als ich mit meinem ersten Freund ankam, hat mir mein Dad Kondome in die Hand gedrückt. Ich war 14. Ja, aber ganz ehrlich, ich würde das auch so machen. Mir wäre das vollkommen egal, wenn das meinem Kind peinlich wäre. Ich würde meinem Kind in diese Scham reinreiten wollen. Erstens, weil es mir Spaß machen würde und zweitens, weil es erst auch aufpassen soll und drittens, weil ich ihm ganz viel Spaß dabei wünsche. Dass diese Strömung mich nicht runterzieht, ist echt faszinierend. Ich müsste richtig schwer sein. Als du. Also ich habe jetzt schon meinen Schwestern 5 und 6 Jahre tatsächlich. Ich finde 5 und 6 Jahre ist wirklich viel, weil während die in der Pubertät war, bist du halt noch Kind und dann verstehst du teilweise nicht, warum die dich plötzlich anzicken oder keinen Bock auf dich haben. Das fand ich manchmal echt einfach richtig, richtig traurig. Aber Elli, das würde ich auch machen, auch als Mutter. Ich würde nur peinliche Kommentare drücken. Ich wäre eine richtig gemeine Mutti. Isa ist fett confirmed. Warum bin ich fett? Was habe ich gesagt? Das Beste war, was ein Vater machen kann. Du machst es sowieso, also schütze dich. Isa, magst du mal eine Pause machen und verlosen? Ich will schlafen gehen langsam. Ja, aber eigentlich können wir das wirklich machen, weil gerade so viele da sind. Lass mich nur eben den Galataturm hier fertig kriegen. Also, dass sie durchklettern und ich weiß nicht genau, was hier passiert, aber... Natürlich fahren wir nochmal runter. Du bist hier nur wegen Giveaway hier. Ach, alle Tobi, ey. Du bist so gemein. Ich wollte gerade eine rauchen gehen. Wie gesagt, ich mache das hier noch fertig und ich weiß nicht, wann es fertig ist. Wobei, wir kommen gerade in die Kammer. Erstmal die Boxen. Gibt es hier was zu gewinnen? Ja, momentan ist doch... Steht auch im Titel, dass es ein Giveaway gibt. Ich mache momentan jeden Tag eine Verlosung, weil ich einen Adventskalender am Laufen habe. Also nicht jeden Tag, in jedem Stream. Und es gibt dann quasi 24 Spiele zu gewinnen aktuell. Ja. Du brauchst nur 900 Federn. Genau, du brauchst nur 900 Federn, um dran teilzunehmen. Dann du brauchst 100 Federn, um dran teilzunehmen. Ja. Dem Streamer, der vergisst, was er vor 10 Sekunden gesagt hat. Ja und? Macht mich nur sympathisch. Wo ist denn der Titel? Benutzt du Firefox, Artanis? Ich habe nämlich noch gestern gelesen, dass Leute mit Firefox da Probleme haben. Wir haben 2 von 5 Massa-Schlüssel erhalten. Das ist schön. Den Level in weniger als 6 Minuten beenden, das haben wir auch geschafft. Das ist auch schön. Jetzt muss ich hier nur rauskommen und ich weiß nicht wie. Das macht das Spiel aber selber. Chrome, Was wird überhaupt verlost? Muss ich mal selber gucken. Weil das an Nicht-Advent-Tagen sind das ja keine random... Doch, dann an Nicht-Advent-Tagen sind es Random-Keys. Ich sehe keinen Titel, hä? Der Titel steht mittlerweile unter dem Stream. Das haben sie geändert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt übersieht. Wenn du ein Tetris Remastered kommt, bekommst du einen Keks, Isa. Ich bezweifle das leider. Da sind manchmal echt scheiß Sachen drin. Wir gehen einmal hier nochmal zum Herold und dann mache ich kurz mal Päuschen. So, geh mal ins Menü. Machen wir das Spiel, hups, entschuldigt, falsche Maske. Machen wir das Spiel zu und die Weihnachtsmusik wieder an.
Und dann würde ich sagen, dann könnt ihr euch alle reinhauen und ich guck schon mal. Nein, warte, ich guck erstmal, welches Spiel verlost wird. Und dann kann ich euch sagen, ob ihr. Aber manche, ich habe das auch schon. Also, manche scheinen echt Probleme mit. Mit dem Titel bei. Wirklich, ich sehe keinen weder unten noch oben. Ja, manche, wie gesagt, manche haben anscheinend echt Probleme momentan noch auf Twitch. Anscheinend hat Twitch da irgendwie Scheiße gebaut, dass es nicht angezeigt wird, richtig. So, wir haben heute den 10. Habe ich meinen Stift hier? Irgendwo lag der doch da. Den 10. Humanity Asset war das letzte, was ich verlost hatte. Ich muss halt immer gucken, weil ich habe mir die Keys nicht gespeichert. Das habe ich schon verlost. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt. JF. Müsste das Humanity Asset sein? Ja. Und heute gibt's dann, was gibt's zu gewinnen? Das Lied. Clockwork Tales. A Class of Glass and Ink. Was? Ist das wieder ein Wimmelspiel? Guck mal eben. Clock. Wie habe ich hier Clockwork geschrieben? War falsch. Es ist halt auf jeden Fall eine sehr gute Bewertung. Das ist schon mal schön. So, wir machen jetzt einmal das an. Und es ist ein Wimmelbildspiel. Aber das sind sehr gute Wimmelbildspiele. Offensichtlich. Wimmelbildspiele sind toll. Ich finde Wimmelbildspiele toll. So. Atamis Augen zu drücken beim Suchen ist nicht hilfreich. Eine PS4 mit Xbox-Controllern. Oh, das sieht toll aus. Bin scheiße im Wimmelbildspielen. Tatsächlich sagt mir mein Ausbilder ja, es ist ein Adventure. Oh, echt? Das sieht aber aus wie ein Wimmelbildspiel. Ach, nicht wieder so eine Kacke. Da! Tatsächlich hat mein Ausbilder ja auch gesagt, er will mir auch nochmal so eine Wimmelbild-Kollektion schenken, die ich dann im Stream spielen darf, weil er liebt ja auch Wimmelbild-Spiele und ich bin auch echt nicht was. Liebe Wimmelbild-Spiele. Ich finde Wimmelbild-Spiele für zwischendurch aber auch immer wieder toll, deswegen. Boah, Ellie, ich nehme das nicht an. Nehmen sowas nach Armbar. Oh, der Vogel ist ja voll toll, Iris. Ich kann ihn zwar nicht aussprechen, aber er ist toll. Ich weiß nicht mal, was das ist. Du weißt nicht, was ein Wimmelbildspiel ist? Ein Wimmelbildspiel ist ein Bild, wo du ganz viel drauf hast. Du ganz viele verschiedene Sachen. Und zwischen diesen Sachen musst du immer bestimmte Gegenstände finden. Hidden Object. So, Olli, möchtest du nicht mitmachen? Ich sehe, dass du noch nicht drin bist, deswegen frage ich einfach. Weil dann würde ich jetzt sagen, ich mache auch die Verlosung zu und ziehe den Gewinner. Ach, mein Gewalt. Sülfe. Wird Sülfe ausgesprochen. Also heißt das Wundersülfe? Warte, wie heißt das dann? Wundersülfe. Ach so, dann ich fang an. Alles klar. Und es hat der Basti gewonnen. Herzlichen Glückwunsch für dieses unglaublich faszinierende und spaßesvolle Spiel. Ich schicke dir das über Discord, wenn du online bist. Da bist du. Chat öffnen. Wurde gerade. Werde gerade genervt. Oh nein. Aber Iris, du kriegst auch manchmal Keys geschenkt von Leuten.
So, das bedeutet, wir können wieder ins Spiel zurückgehen und das Spiel ist nicht abgestürzt. Cool. Ich will nur Federn loswerden. Aber morgen gibt es ein richtig cooles Spiel. Morgen gibt es ein richtig cooles. Ich habe ja schon gewonnen. Aber Olli, du kannst bei jedem Giveaway mit dran teilnehmen. Du wusstest es nicht, ne? Das ist dir schon bewusst, hoffentlich. Was muss ich jetzt noch machen? Gar nichts. Ich habe dir den Key direkt schon bei... es ist auf jeden Fall ein Steam-Spiel. Wie gesagt, sind ja random Steam-Keys und du hast den Key jetzt auch bei Discord schon bekommen. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Du musst es nur nach der Iris schenken, richtig. Also wenn du es nicht willst, ihr könnt natürlich die Keys auch weiter verschenken. Von Leuten, naja, allzu viele verschiedene Leute sind es ja nicht. Ja, es gibt eigentlich nur einen, der die Keys dann weiter verschenkt. Weil er so ein netter Mensch ist. Darf ich raten, was morgen verlost wird? Du darfst gerne erraten, was es ist, aber du bekommst es nicht automatisch. Du machst es schon so legitim wie alle anderen auch. Aber hau mal raus, was deine Vermutung wäre. Tobi. Zwei. Oh geil, wir können jetzt, glaube ich, eine neue Alter-Ihr-Mission. Ich habe von jemandem anderen was zum Geburtstag gekriegt. Wann hattest du nochmal Geburtstag? Habe ich dir gratuliert? Ich vergesse immer den Leuten zu gratulieren. Films of a Soldier Empire Rebellion. Nee, irgendwie nicht. Vor einem Monat. Bitte, bitte, bitte. Nein. Kenn das Spiel ja nicht mit Olli. Ja, hast du. Ja, dann ist ja gut. Ihr hieltet Feuer in der Hand, alter Mann. Es hätte zerstört werden müssen. Und damit das einzige zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Vergebt mir, mein Lehrmeister. Doch der Apfel hat euch verdorben. Und durch euch hätte er uns verdorben. Ihr musstet sterben, damit wir leben können. Ist der Zauberer tot? Ist es wahrhaft vorüber? Er war kein Zauberer. Nur ein einfacher Mann, der Illusionen erzeugte. Ist das Holz geschichtet? Ist es, aber... Altair, einige der Männer werden das nicht gut heißen. Überlass das mir. Ist Mentors Totenwache. Altair hat seinen Mentor Al-Mualim eliminiert, da dieser die Assassinen betrügen wollte. Vergewissern Sie sich, dass Al-Mualim wirklich tot ist und die Assassinen verstehen, warum er sterben muss. Nicht mehr als 3 Synchronizitätspunkte verlieren, das können wir nicht schaffen. Ich finde es so geil, dass das Spiel an das Ende vom ersten Teil anknüpft und moin Fleitre. Fleiter? Ich hoffe, man spricht es so aus. Wie geht's? Wie steht's? Schön, dass du da bist. Ja, das 18. Jahr geht schon ein paar Jahre. Ja, wenn du es so wiederholst, hört sich das total böse an. Ja, aber die Ellie meint das nicht so. Gott, wenn du mich könnt ihr ein Pferd reiten? Kann ich? Ja. Ich bat Malik, die Kunde von Al-Mualims Tod in Jerusalem zu verbreiten. Was für ein Durcheinander. Würdet ihr nach Akon reiten und dasselbe tun? Natürlich. Könnt ihr ein Pferd reiten? Geile Frage auch. Ich finde das ein bisschen geil, wie der Mantel von Al-Mualim so nach da hängt. Mein Verstand war klar, aber mein Leib, er war wie gelähmt. War unser Mentor der Auslöser dieser Wirren? Das glaube ich nicht. Mein lieber Böses, das glaube ich dir auch nicht. Also das hatte ich jetzt auch nie vermutet. Was ist hier geschehen? Unser Mentor täuschte uns alle. Die Templer verdarben ihn. Wo sind eure Beweise? Kommt mit mir, Abbas. Ich erkläre es euch. Oh, Abbas. Und falls mir eure Antworten nicht reichen? Ich rede, bis ihr zufrieden seid. Erinnert ihr euch an das Artefakt, das wir Robert de Sable abnahmen in Salomos Tempel? Das Artefakt, das ihr beschaffen solltet und andere brachten? Ja, es ist eine Templerwaffe. Der Edenapfel. Es erzeugt Illusionen und beeinflusst den Verstand. Eine tödliche Waffe.
Und ihr glaubt, Al-Mualim stand unter seinem Zauber? Jawohl. Heute benutzte er den Apfel, um Masyaf zu versklaven. Ihr habt es doch selbst gesehen. Ich weiß nicht, was ich sah. Hört zu, Abbas. Der Apfel ist sicher in Al-Mualims Kammer. So ich fertig bin, zeige ich euch, was ich weiß. Altair, nein! Ich muss sicher sein, dass er nicht zurückkehrt. Das ist gegen die Regel. Eines Mannes Leiche zu verbrennen ist verboten. Der Frevler! Hört mich an! Diese Leiche könnte eines von Al-Mualims Phantomen sein. Ich muss sicher sein. Lügen! Schon euer ganzes Leben beschmutzt ihr unser Credo. Ihr beugt die Regeln, wie es euch beliebt, während ihr die um euch herabsetzt und beleidigt. Zügelt ihn! Hast du nicht gehört? Al-Mualim war verhext. Wow! Wow! Geile. Liegt vielleicht am Namen. Warnung im Ziegel geht bleiben. Du kannst dir nicht zahlen für deine Sünden, Idiot! Okay, ich muss mal erstmal gerade gucken, wie man. Geh! Los! Kaffee! Wie man die Leute entwaffnet. Ich werde alles tun, nur lass mich reden! Kein Grund, mich zu töten! Wie viele muss ich entwaffnen? Okay. Ich habe gerade die ganzen Assassinen aufgereiht. Noch einen entwaffnen. Okay, das war einfach. Was passiert jetzt? Was sagte ich euch, Altair? Abbas, halt! Was dachtet ihr würde geschehen, wenn ihr unseren geliebten Mentor ermordet? Ihr liebtet Al-Mualim am allerwenigsten. Ihr gabt ihm die Schuld für alles, selbst für den Freitod eures Vaters. Mein Vater war ein Held. Aber es ist so scheiße. Es ist nicht die Zeit, über Vergangenes zu streiten. Wir müssen entscheiden, was wir mit dieser Waffe tun. Wozu dieses Artefakt auch fähig ist. Ihr seid nicht würdig, es zu führen. Niemand ist das. Es ist schön, oder nicht? Ich glaube, es hat Abbas gerade umgebracht. Schöne Art. Den Apfel beschaffen, um Abbas zu retten. Das lädt jetzt die ganze Zeit auf, ne? Geht das? Nein, das geht nicht. Da stand auch gerade irgendwas. Ich hab's natürlich nicht gelesen. Ah, Kacke. Nein! Oh! Alter, ihr! Bitte! Das hindert mich halt nur beim Klettern. Nein, ja, ich hab... Hä, was zur Hölle? Das kontrollieren. Vergebt mir. Ich wusste nicht. Vermagst du uns etwas zu lehren? Oder führst du uns alle in den Ruin? Ja, alter Irrer, ja wirklich. Manchmal ist es echt anstrengend, mit den Leuten zu klettern. Das ist halt leider auch für ein Gamepad alles. Na, natürlich die Steuerung.
gebastelt, erstellt, wie auch immer. Und das ist halt dann immer so... Weiß nicht, wie ich das finden soll dann. Altair, gerade 26 und schon der Anführer eines zerstrittenen Ordens. Wie erträgt man so viel Verantwortung und so grenzenlose Macht? Ja. Cooler Typ. So, jetzt wollen wir mal wieder raus in die Welt. Und ich hoffe, der zeigt mir jetzt nicht die Karte vom Quartier an. Nein, tut er nicht. Was ist das hier? Bücher. Dahinter ist Bücher. Hä? Hier ist auch noch Dings. Bücher. Hä? Wieso sind jetzt die... Sind das jetzt allgemein alle Bücher? Ich weiß es nicht. Wir gucken uns das erstmal an. Also gehen wir erstmal raus. Genau. Ach, wartet mal. Wir können mal auch wieder neue Missionen rausschicken. Die müssen ja alle noch ein bisschen leveln. Ja, zumindest die Level 10er. Wir haben erst 2 Enttürme gesetzt. Ich dachte, wir hätten schon viel mehr Enttürme gesetzt. Naja. Das wird belagert. Warte mal. Hä, warte mal. Warte ich jetzt. So, so und so. Doch der mit. Da werden immer so viele Städte gerade belagert. Was ist denn hier los? So. Ach nee, das ist nicht, dass die in Dings sind, sondern das sind einfach OP-Assassinen-June. So. Stadt verteidigen. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir mit dem einen Assassinen machen, der da ist. Ich will die nicht auf eine nicht hundertprozentige Sache schicken. Giveaway vorbei und keiner mehr da. Ach Quatsch, das stimmt doch gar nicht. Du bist auch noch da. Boah, die Mission gibt richtig viel XP. Kann ja halt... eine andere Mission. Wir brauchen irgendeine Stadt, die nicht belagert ist. Madrid ist kacke. Da. Athen. So. Und alle Assassinen sind weg. Dann gehen wir mal raus. Wir machen das mit den Büchern jetzt mal. Ist die Iris jetzt eigentlich weg? Gott, ja, nach dem Dings ins Bettchen, ne? Da ja, aber im Halbschlaf. Ja, aber das ist ja auch kein Problem, wenn die Leute lurken. Ich kann mich auch sehr gut alleine unterhalten. Das ist nämlich irgendwie mein Job hier, mich selbst auch zu unterhalten, um euch dann zu unterhalten. Stehst du? Mhm. That's my shit. All the girls wanna be like this. Muss ich wieder auf den Turm? Hier. Ja, ich muss auf den Turm. Wohin? Wohin? Wohin mit dir? Alter Mann. Ich bin noch da. Nee, ich bin noch da. Okay. Wohin? Was tust du denn da? Bist du des Wahnsinns? Gott, er macht's gerade kompliziert, der Mann. Die Chatparty scheint ja vorbei zu sein. Ihr seid aber noch herzlich dazu eingeladen, eine Chatparty zu ergeben. Wollt gerade noch Kommentare in meinen Code einfügen und dann gehen. Ach so, das ist gut. Ich hoffe, das klappt auch alles, so wie du dir das vorstellst. Die Polo-Symbole, Galata, die Polo-Symbole finden und das Buch ausfindig machen. Wollen wir doch mal. Da ist ein Händler. Da ist ein Polo-Symbol. Das ist das auch schon. Ja, okay. Ja, okay. Das war jetzt einfach.
Ach, wir sollen das halten, ne? So. Damit haben wir ein Buch. Richtig? 1001 Nacht. Und es hat Boom gemacht. Nichts passiert. 1001 Nacht. Nee, es hat nicht Boom gemacht, es hat Zoom gemacht. Ich hab's bis heute. Ich verstehe bis heute nicht, warum es Zoom heißt. Warum? Macht absolut keinen Sinn. So. Fertig. Okay, wo muss ich jetzt hin? Wir können natürlich jetzt sagen, wir suchen die ganzen Bücher. Ich weiß gar nicht, was ich mit den Büchern aktuell machen muss, um ehrlich zu sein. Da hinten ist noch ein zusammen. Wir gehen jetzt erstmal auf jeden Fall rüber. Ich würde sagen, wir peilen jetzt mal eine Bank an und versuchen dieses Gebäude links, wo das Buch auch ist, zu kaufen. Und ich glaube, wir haben nicht wieder ein bisschen Einkommen. Das ist sehr toll, weil ich freue mich sehr über Einkommen und Geld und so. Ich muss das Thumbnail noch für Assassin's Creed Revelations fertig zeichnen. In der Hoffnung, ich werde irgendwann besser im Thumbnail. Also in der Theorie könnte das funktionieren. Ich frage mich, sag mal, glaubt ihr eigentlich, ich könnte rüberschwimmen? Aber ich glaube, das wird eine Wand sein, eine Loading-Wand. Ja, ich möchte bis zum anderen Bezirk reisen. Gibt es in Rocket League auch Ranked? Ja, gibt es. Die Leute, die stehen alle da immer gleich. Die zum Kissen schleppen und sowas. Nervig. Ob ich nicht genug Geld verdienen würde. Alle gibt es. Kannst du denn, spielst du das mit dem Gamepad eigentlich oder spielst du das auch mit Tastatur? Kannst du denn schon springen? Ich kann nicht springen. Aber du hast ja schon Tore geschossen und alles, also bist du deutlich besser als ich. Hey, nicht der zurückhaltende Spielkörper. Geld abheben, money, 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 it's so funny, in the rich man's world. Kein Gefühl für Sitte und Anstand. Kein Gefühl für Sitte und Anstand, kein Gefühl. Jerusalem steht nun wieder unter der Kontrolle der Assassinen. Yeah, yeah. Warte, wo muss ich eigentlich? Ich hatte nur so grob die Richtung, wo ich hin wollte. Ah ja, die grobe Richtung stimmt auch schon. Gülmoschee. Wann wird's mal wieder Zeit für Rocket? Boah, ich weiß gar nicht. Spontan morgen hättet ihr keine Zeit? Du darfst keine Caps benutzen. Zumindest nicht in diesem Jahr. So viel sage ich euch schon mal. Warte. Drop the beat. Drop it. Die Gülmoschee kaufen. Ah, ich glaube, wir müssen da hoch. Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme. Vielleicht, weil das so komisch weiß dort leuchtet. Mir immer noch die Hagia Sophia kaufen, weil ich immer alles andere mögliche kaufe. So. Depole, Symbole, Kirche 1, die sind blablabla, wir wissen, was wir zu tun haben. Achso, ja. Das ist auch da komplett unrealistisch, dass da ein Buch sein wird, weil wie soll das funktionieren? Mal ehrlich. Er fällt halt so runter, als würde er sterben. Ezio hat schwache Nerven. Das sag ich dir. Wo ist denn das nächste Buch? Das ist hier unten. Ich kann das Gebäude leider nicht kaufen. Will ich das Aquädukt kaufen? Ich möchte das Buch finden. Mal sehen. Ich finde es übrigens sehr, 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 sehr schön. Oh, aua, aua. Ja, dass ich
zum einen die ganze Zeit mein. Impfpunkte damit vergeude, indem ich immer daneben springe. Das andere habe ich witzigerweise jetzt vergessen. Nein, ich finde es total toll eigentlich, dass man in alter ES-Erinnerung hüpfen darf. Eigentlich finde ich das nicht nur toll, ich finde das großartig. Also, und vor allen Dingen, dass man auch die Geschichte hinter, also so eigentlich, ich finde, Ezio und alter E sind die beiden Assassinen, die am meisten Fundament haben in ihrer Geschichte. Allein schon dadurch, dass Ezio natürlich drei ganze Spiele für sich beansprucht hat, aber auch dadurch, dass sie hier alter E nochmal aufgenommen haben, gibt er auch nochmal eine besondere Gewichtung und das ist so klasse einfach. Ja, wir waren hier auf dem Markt. Ich nehme an, du streamst morgen Vormittag, mittags oder? Ja, wahrscheinlich schon. Hatte ich so geplant. So, wir müssen ein Buch finden, das wissen wir auch. So, habe fertig für heute. Das freut mich für dich. Ich hoffe, es war auch erfolgreich. So, an der Wende ein Buch zu finden ist Quatsch. Ich glaube nicht daran, deswegen wird das wahrscheinlich in diese Summe. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Spaß mit Isa. Gute Nacht, bis morgen. Gute Nacht, liebe Iris. Ups. Ich wollte eigentlich in den Sting springen, aber okay. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen mit Sicherheit in alter Frische und schlaf gut, meine Liebe, ne? Wer vergräbt eigentlich Bücher mitten auf der Straße? Und offensichtlich ja nicht tief, weil ich kann sie mit der Hand ausplündern. Ich weiß eigentlich nicht, was ich mache, wenn ich alle Bücher gefunden habe. Ilias, warum steht das dort? Achso, weil das Buch Ilias heißt. Ja, ich hab's vergessen. Wieder da, willkommen zurück, mein lieber Elli. Willkommen, willkommen. Ich glaube, deswegen spiele ich auch so gerne Assassin's Creed, weil es ein riesiges Sammelspiel einfach. Ich kann so richtig... Da waren Tauben. Wieso? Ich kann hier so richtig meine Sammler... Wut rauslassen. Wahrscheinlich muss ich auch gar nicht hier drüber laufen. Ich meine, es sind immer noch ganze 66 Meter, also... Naja. Da hoch. Das übersteigt mein Vorstellung. Dass man Wände hochklettern kann, übersteigt jemanden Vorstellungsvermögen? Das ist bitter. Äußerst bitter. Oh, da. Na. So, ja, wir müssen wieder ein Buch suchen, das haben wir verstanden, wir wissen, wie das geht. Das Adlerauge auf und gucken einfach direkt hier. Wir haben es auch schon gefunden, das ist wirklich sehr schwer. Ich dachte wirklich, das würde ein bisschen herausfordernder werden. Ich hatte das auch ein bisschen herausfordernder in Erinnerung, aber ich werde gerade leider ein wenig enttäuscht. Wie teuer ist das hier? Auch nur 32. Ich glaube, die Hagia Sophia wird auch wahrscheinlich eins der teuren. Teuersten Sehenswürdigkeiten sein. So. Und das nächste Buch. Das befindet sich wo? Hier unten. Gibt es hier noch ein Buch drin? Nö, eigentlich nicht. Nur ganz viele Datenfragen. Aber ich muss mal gucken, ob der Hafen jetzt in der Sequenz auch frei ist. Ich könnte da gleich mal vorbeilaufen. Mal gucken, ob der jetzt reinkomme. Weil dann kann ich da auch alles mal eben schnell einsammeln und so. Auch durch. Och, Weiber, bitte. Stört mich nicht. Ich muss hier vorbeilaufen. Das ist anstrengend genug. Ach ja, noch so ein Irrer. Ich finde das schön übrigens, wenn Frauen sagen, wenn man an ihnen vorbeirennt und springt und hüpft und keine Ahnung, dass sie dann sagt, ach, noch so ein Irrer. Ich möchte wissen, welcher anderer Irrer das in dieser Stadt noch macht. Ich kann mir das nämlich nicht vorstellen, dass das so viele sind, um echt.
Ich müsste mir gleich was zu trinken noch holen, wenn meine Flasche leer ist, weil ich bin müde. Ja, Zusammenhang absolut komplett verstanden. Ich meinte durstig, nicht mehr. Kennt ihr das? Werdet ihr auch von Pizza so durstig? Echt jetzt? Das ist das Symbol? Es ist wirklich nicht schwer. Mist. Bin daneben gesprungen. Jetzt auch. Jetzt habe ich gesagt, ich gehe einmal zum Hafen. Hier. Ups. Roll wieder den Chat hoch. Okay. Alles klar. In die Richtung laufen. Manchmal geht das mit dem Fallschirm, manchmal nicht. Das Mädchen mit der Flöte. Hat jemand jemals dieses Buch gelesen von euch? Oder jemals was von diesem Buch gehört? Ist dieses Buch? Das würde mich mal interessieren gerade. Ah. So. Zeig ein bisschen Respekt für deine Mitmenschen, ja? Ich habe keinen Respekt für meine Menschen. Mein Lebensmotto ist null Toleranz. Ah. Hafen. Huch. Huch. Warte mal. Du bist jetzt hier gerade an so einem Ding vorbeigelaufen. Offensichtlich, richtig. Gucken wir einfach direkt mal rein. Gibt aber keinen weiteren Assassin, der Level Up hatte? Ach, wir haben jetzt viel weniger Level 10 Assassin. I like it. Assassinenkontrolle. Oh, ich kann in die Städte investieren, krieg dadurch Assassinenkontrolle. Und kann dadurch auch noch Geld bekommen. Warte mal. Plus einen Assassinenplätze inne. 30, ich gebe jetzt Geld dafür aus. Seid das Gemeine daran, aber. Wir kriegen echt nicht viel XP dadurch. Plus 100 Goldeinkommen aus der Stadt. Warte mal. Eigentlich will ich die nur belagern, aber ich glaube, wenn ich 100% also nicht belagern, sondern die Belagerungsstätte rein, aber ich glaube, wenn ich die alle auf 100% hätte, auf Max-Level, hä, warte, was möchte ich sagen gerade? Ich weiß es nicht. Ich bin ganz selbst verwirrt. Auf jeden Fall kriegen die von den anderen Missionen halt viel zu wenig XP. So. Miep. Was ist los, Ellie? Ich bin mal ganz kurz AFK, weil ich muss mir mal eben noch eine neue Wasserflasche, weil ich echt Durst habe. Oh oh. Der ist ja komplett von Sinn. Also, mir fehlen einfach die Worte. Nette Vorstellung, doch was soll das? Er wird seine Gründe haben, schätze ich. Nun, das sieht man sicher nicht alle Tage. So, da bin ich auch schon wieder. Bakshu, der hält sich für eine Bergziege. Ich sehe die Menschen, ja, das ist aber jetzt doch niemand, oder? Nö. Das ist total geil. Ich bin eigentlich versteckt, aber die Leute reden über mich. Was macht ihr? Ich bin ein richtig unauffälliger Assassine. Er wird seine Gründe haben, schätze ich. So. Dieser Käse macht immer so unglaublich müde. Was habe ich mit müde die ganze Zeit? Ich bin nicht müde. Lustig. So.
Oh, oh, aua. Oh. Schmerzen abgewendet. Ich nehme nur die feinsten Seiten. Ich weiß nicht, wie, aber es hat funktioniert. Mal gucken, ob wir jetzt hier reinkommen. Nein. Okay, wenn der Hafen immer noch zu ist, dann müsste hier auch noch ein Buch sein. Beim Hippodrom. Und da gehen wir jetzt hin und gucken jetzt einfach, ob da noch eins ist. Wahrscheinlich muss ich wirklich bis zu der Sequenz warten, wo wir eben eine Mission in dieser Stadt haben. Dann geht das auch. Gute Nacht, Iris. Konnte jetzt leider nicht erst schreiben. Ja, ja. Bist du die ganze Zeit in League of Legends beschäftigt? Machst du gerade Rangstar oder was machst du? Das da hinten, das Hippodrom, das sieht so weit weg aus, aber es sind nur noch 174 Meter, aber ich kann keine weiter ausschätzen vor allen Dingen. Heute schon ausgeschätzt. Jo, hab 17 von 28 Kills gehabt. Alter. Du blühst aber in dieser Season echt gut auf, Vincent, oder? Habe ich den Eindruck. Nicht ganz bei Trost, der Alte. 27 LP bekommen. Alle Sichtungen der illegalen Miliz. Nicht schlecht. Herr Specht. Wir müssen auch mal beim Schmied nach neuen Ausrüstungsgegenständen gucken, weil wir eigentlich die Rüstung anhaben. Ich hatte ja den Premium-Support Sepp gehabt. Ist es so ein guter Support? Nein, das freut mich sehr für dich. Und nicht, dass ich Sepp jetzt unterstellen möchte, dass er öfter Support wäre. Glaube ich auch. Ich kann mir da eh kein Urteil mehr zu bilden, weil ich jetzt so lange kein LOL mehr gespielt habe und ich mir definitiv vorgenommen habe, dieses Jahr auch gar nicht zu spielen, weil es wirklich nur anpisst. Hm. Aber ganz ehrlich, ich wünsche euch echt viel Spaß damit. Und bezüglich morgen ist halt doof, da Mittagsbesuch habe. Ich weiß es halt nicht. Es kann auch sein, dass ich sage, ich streame abends noch. Ich weiß es halt nicht. Wir müssen, also Vincent, wenn das okay für dich ist, würde ich das morgen gerne einfach spontan klären. Ja, dann würde ich quasi morgen Mittag, Nachmittag mein normales Programm durchziehen und wieso hast du in letzter Zeit so viel Besuch am Wochenende? Mal die Gegenfrage. So, F1 Ende. Falsch. Ich möchte mal eben noch ein paar Sachen sortieren. Nicht. Ökonomie brauche ich auch nicht. Sekundäre Erinnerungen, das wäre ganz interessant. Kurz eben zu sehen. Okay, das hat jetzt nicht so viel gelehrt, aber es hat ein bisschen, wenn man wenigstens einmal kurz eine Übersicht hat, aber tatsächlich haben wir alle Bücher gerade eingesammelt. Zu haben. Datenfragmente haben wir auch. Oder habe ich das jetzt auch ausgestellt? Ich habe das, glaube ich, ausgestellt. Ja, stimmt. Sekundäre. So. Ist nämlich das doch noch. Mein Gott, bin ich bräsig. So. Ja, das sowieso, Isa. Mach, wie es dir am besten passt. Natürlich. Natürlich, klar. Wie gesagt, ich kann ja auch mal ein Stream machen, wo ich nicht nur ein Spiel spiele, sondern auch mal Verschiedenes mache. Wie gesagt, wir gucken einfach dann morgen.
wie lange ich dann Lust habe zu streamen, wann ich anfange zu streamen. Es kann ja auch sein, eigentlich wollte ich ja heute Mittag auch streamen, aber dann hat mich das Ganze mit Weihnachten und der Familie so sehr aufgeregt und gefrustet, dass ich gesagt habe, nee, komm jetzt erstmal nicht. Und ich weiß halt gerade nicht, ich habe jetzt diese ganzen Bücher gefunden, das ist total toll. Ich weiß jetzt nur nicht, was ich damit machen soll. So. Dann würde ich sagen, gehen wir doch wieder aus der Karte raus, weil. Ich mache euch sofort Platz, Herr Fendi. Die Hauptmission wird eh angezeigt. Und wir waren gerade am Hippodrom und das Hippodrom ist sowieso wieder vor uns, also können wir auch wieder zurück. Und über dieses Gerüst hochklettern, wenn uns die Frau nicht anrempelt, so rüpelhaft. Immer diese Frauen hier, die sind nur darauf aus, Ezio zu umarmen. So. Und dann würde ich sagen, spielen wir mal die Hauptmission weiter, weil ich weiß gerade wirklich nicht. Gucken noch mal eben, ob nicht irgendwas optional missionsdealmäßiges aufleuchtet. Aber zum Beispiel im Buchland von Sophia können wir gerade auch nichts machen. Das heißt, die Frau erklärt uns auch nichts. Dementsprechend reden wir mit Yusuf. Welch schöne Überraschung, Ezio. Es gibt viel zu erzählen. Morgen um die Zeit könnte ich schon tot sein. Besteht diese Gefahr denn? Wir hörten, dass die Byzantiner einen Einbruch in den Topkapi-Palast planen. Nun, da Prinz Süleyman zurück ist von seiner Hatsch. Wenn sie zuschlagen, dann heute Nacht bei der Kulturausstellung, die der Prinz veranstaltet. Wie lautet der Plan? Kardeşim, das ist nicht euer Kampf. Verstrickt euch nicht auch noch in osmanische Angelegenheiten. Die Byzantiner fanden einen Schlüssel unter Topkapi und ich möchte wissen, wie. Ezio, wir beschützen unseren Şehzade. Wir verhören ihn doch nicht. Vertraut mir, Yusuf. Sagt mir nur, wohin ich gehen soll. Topkapis Haupttor. Wir wollen uns als Künstler verkleiden und einfach reingehen. Ich suche mir eine Verkleidung und treffe euch dort. Ja, ich glaube, sind wirklich alle weg oder beziehungsweise lurken nur noch ein bisschen herum. Ist ja auch alles okay so. Das Bankett des Prinzen. Die Templer planen einen Anschlag auf die herrschende osmanische Familie. Schließen Sie sich Yusuf an, beschützen Sie die Osmanen und verdienen Sie sich ihr Vertrauen. Dann wollen wir mal. Ordos steht nun wieder unter der Kontrolle der Assassinen. Ja, aber die sind auch noch nicht verkleidet, die Assassinen. Und der eine Assassine, der kommt irgendwie nicht hinterher. Ach, das ist Yusuf. Hupsala. Yusuf ist ein bisschen zu langsam. Wie witzig wäre das denn, wenn die Wache den Assassinen töten würde? Na toll. Ich laufe dann unten weiter. So Mist. Ich hätte ja auch nicht einfach an diesem Tempel vorbeilaufen. Was zur Hölle, wie geil! Er hat auch so ein Ding. Wie cool! Oha! Den Topkapi-Palast vor Yusuf erreichen. Das haben wir nicht geschafft. Einige italienische Minnesänger überwältigen und ihm die Kleider abnehmen, unentdeckt zu werden. Oh. Ich dachte, hier wäre ein Eingang, um witzigerweise ehrlich zu sein. Barden aus Italien. Ja. Nun, das kann ja heiter werden. Dies Helden. Okay, er nimmt den schon. Darf ich jetzt auch einen nehmen? Dankeschön.
So. Ich hab geplündert. Ach, wir haben noch mehr. Ach Gott. Dies Heldenglück erhalt, o Herr, und spielt er erst. Tut mir leid. Wo bringt ihr die hin? So, Lille, Hage Sophia frei? Nein, noch immer nicht. Weil ich immer noch kein Geld dafür habe. Olli, was hast du getan, dass du so Lille schreibst? Rocket League gespielt? Lissabon steht nun auch unter unserer Kontrolle. Oh Gott, die merken das nicht. Ich verstehe gar nicht, warum er rote Klamotten hat. Wie komme ich denn jetzt dahin? Geht ihr mal voll? Ich habe ein Stück Lippe, das ich abziehen möchte. Vielleicht, weil du so gut bist, schon. Oh, oh. Wartet mal eben. Ich glaube, ich habe es gerade super gut geschafft. Ja. Bäh. Justitia, Justitia, bald ist dein Werk vollbracht. So tanzt und singt bis... So, wo bringen wir die hin? Nach da oben. Okay, das hat schon mal geglückt. Ich sehe lächerlich aus. Ich fühle mich lächerlich. Meine Klinge wäre zu auffällig in diesem Aufzug. Habt ihr Waffen? Messelle de Ile. Ihr markiert Ziele und wir schalten sie dann aus. Ihr vermögt darauf zu spielen? Ich lernte ein paar Akkorde, als ich jung war. Wann wart ihr denn jung? Oh, wir haben kein Geld. Was soll das? Zum nächsten Tor gehen und den zentralen Innenhof von Tupaki betreten. Geil! Zu diesem Hof habt ihr keinen Zutritt. Dreht um und geht weiter. Perdonate, Bonsignore. Wir sind die Unterhaltung für den Abend. Jeder alte Narr kann ein Instrument tragen. Verschwindet! Jung Cesare, das sagte er, stirbt ihr klingt wie eine sterbende Katze. Drum warf ich ihn hoch durch die Luft, quer durch das Was ganze das? Land. Ich kleide mich als Hofner, spiel Possen hier für die, deren Taten ich verabscheu und durch den Dreck ich Was macht ihr denn da? Gotteslob, ihr Frauen und Kinder, zieht ein ins Himmelreich. Gott euch ehret, mächtige Herren, ach, wie heißet ihr doch gleich. Die Lieder, ja wirklich. Lucretia war liebestoll, so singen es die Lieder. Doch manchem Mann bliebe das erspart, hätt sie noch zwei, drei Brüder. Das ging Lucretia ist ja richtig böse. Ihr Schönen aus Firenze, ihr macht mein Herz vibrieren. Das ist so geil. Doch halt dich fern der Mädchen Roms, sonst brennt's beim Urinieren. Ich glaub es nicht, ich steh und sing, verschwende meine Zeit. Doch ihr, die ihr da sitzt und grinst, kein Geschmack weit und breit. Rodrigo war einst noch nicht Papst, doch stets der Sünd geneigt und kaum dem heiligen Stuhl besetzt, der Sündenzahl. Weil es kommen auch immer andere Lieder. Ein Minnesang, so hörte ich, lässt Frauenherzen schlagen. Doch kommen bei mir Töne raus, tut aus der Tür sie jagen. Stolz Romanei ist die eisern Frau, die Ruß aus edler Glut. Weckt Inbrunst noch im toten Fleisch, selbst Steine spüren die Wut.
Wollt ihr die Dame kennenlernen? Achtet auf ihr Plädier. Er hat sehr dünne Beine, ist euch das mal aufgefallen? Also es ist quasi einfach ein Minnesänger, wo sie Ezios Kopf draufgepackt hat. Was alles hilft dem Heil der Welt, ich staune meinerseits. Wie grad das Spielen dieser Laut und des reimen Wortes breit. Dieser Hof ist sicher. Doch wo finden wir Prinz Süleyman? Folget mir. Oh, sind wir weiter? Ein zorniger und böser Mann der Doge von Venedig läuft eher vor Wut leicht rötlich an, als ich den Mann erledig. Wie geil einfach dazu. Er singt also wirklich ein Traum. Auftritt. Süleyman, des Sultans Enkelsohn und Gouverneur von Kefeh. Dabei ist er erst 17. Ich traf ihn auf dem Schiff. Er sagte mir, er sei ein Schüler. Und wer ist das? Sein Onkel, Shehzadeh Ahmed, des Sultans Lieblingssohn. Er bereitet sich jetzt schon auf die Übernahme des Sultanats vor. Serefeh, Salinija. Kommt, wir haben noch Byzantiner zu finden. Cesare, oh Cesare, ein Mann voll viel Vollkommenheit. Dacht wohl, er wäre unsterblich bis, dank Schwerkraft er nach unten zeigt. Ich sing auf Italiano, ihr nicht versteht Italiano. Doch mein Griechisch ist erbärmlich und mein Türkisch grauenhaft. Taktlos Musikant bin ich und sing mehr schlecht als recht. Und siehst dort auf der Straße mich Kind, so tritt mir ins Gemächt. Ah! In Vorlied darf ich eine Frau. Ezio hat ein paar Probleme gegen. Die Frauen sind eh nicht die ganze Zeit die Attentäter. Oh oh. So toll und wild wie sein Papa und auch genauso tot. Wir unterhalten uns später. Keiner kann verstehen, was ich so Tag für Tag erleide. Denn wer für launig Herrn singt, ist schnell dem Tod geweiht. War einst ein Mann, hieß Duccio, ein Lüstling vor dem Herrn. Diesmal ist es tatsächlich die Frau. So schlag ich zu, so sehr. Ach, die haben auch schon die Messer in der Hand. Oh, das hätte ich natürlich mal eher wissen müssen. Konstantinie, ich flehe. Konstantinie! Boah, der klingt, als hätte er getrunken. Dreht Konstantin im Grab sich um, hätte Stambul nichts zu geben. Wollt ihr die Dame kennenlernen? Achtet auf ihr Plaisir. Und wollt ihr richtig Eindruck schinden, verbringt die Nacht mit mir. Was alles hilft dem Heil der Welt, ich staune. Jetzt muss ich beeilen, aber eigentlich müsste ich nur nach einem Messer gucken. Wie grad das Spielen dieser Laut und des reimend Wortes reicht. Welch exotische Klänge. Ein Lüstling vor dem Leute, ich bin immer noch der Abräumer in Rocket League. Ernsthaft? So schlag ich zu, so sehr hab ich ihn gern. Er hat die tote Leiche einfach da liegen lassen. Suikatze, Suikatze! Räum diesen Hof! Cesare Süleyman, in Deckung! Hinterher! Ezio! Wir haben die Latte zerstört! Aber wir haben ihn gerettet! Und mit der Laute getötet! Wie früher im Fussi, ja, dann ist doch super. Ich bin erleichtert, euch wiederzusehen. Mio bel menestrello. Habe ich das richtig gesagt? Gut genug. Ich hörte, dass ihr auch Gouverneur seid. Gibt es etwas, das ihr nicht tut? Ich rede nicht mit Fremden. Ich bin Süleyman. Ezio Auditore. Cesadem, wurdet ihr verletzt? Wer ist euer Hauptmann, Soldat? Tarek Baletti, er ist zurzeit unterwegs. Beseitigt die Leiche und schickt die Gäste heim. Und dann ruft Tarek zum Divan. Baschüstene, Cesadem. Tarek Baletti ist ein Hauptmann des Janitscharen-Korps.
Der Elitetruppe des Sultans. Sie bewachen den Sultan, aber nicht die Familie? Nicht sehr gut, offenbar. Ezio, könnt ihr etwas Zeit erübrigen? Ich würde gerne eure Meinung hören. Das geht, sobald ich diese Kleider los bin. Güzel, kommt, wenn ihr soweit seid. Umgezogen haben wir uns doch schnell, oder nicht? Ich glaube schon. So, da sind wir ja auch schon umgezogen. Ah. Was? Es war eine geile Mission eigentlich. Sie hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist halt das Schöne an den Hauptgeschichten. Die sind so lustig gemacht teilweise. Also mit den Verkleidungen, also solange es nicht darum geht, jemanden zu verhören oder so, dann ist es auch wirklich super cool. Ich vergesse auch immer, wie cool die Hauptmissionen eigentlich sind, weil man dann so viel von der Story auch kriegt. Ich lege mich mal schlafen. Gute Nacht, ihr Hübschen. Natürlich, Ellie. Ich wünsche dir auch eine wunderschöne gute Nacht. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du zugeschaut hast, natürlich. Und man sieht sich bestimmt. Beziehungsweise schreibt sich und hört sich und redet sich. Ach, du weißt wie. Man kommuniziert miteinander. So. Damit habe ich alle möglichen Möglichkeiten eingeschlossen. So, ich finde es auch mal geil, dass der Topaki-Palast. Okay, ich nehme es zurück, hier sind Wachen. Ich wollte gerade sagen, ich finde es immer toll, dass hier keine Wachen sind. Ja, jetzt. Okay, warte mal. Aber auch nur, weil da um die Mission der Süleman ist. Ich könnte natürlich jetzt auch. Vielleicht reagieren die aber auch gar nicht. Okay, sie reagieren noch. Okay. Wir müssen einfach nur die Mission starten. Hallo. Fertig. Ich arrangierte ein Treffen mit meinem Onkel Ahmed und dem Janitscharen-Hauptmann Tariq Baletti. Die Janitscharen sind meinem Großvater treu, aber sie sind recht erbost über seine Wahl für den nächsten Sultan. Euer Onkel? Genau. Die Janitscharen bevorzugen meinen Vater Selim. Eine heikle Situation. Aber wie passen die Byzantiner ins Bild? Ich hatte gehofft, ihr wüsstet es. Könntet ihr mir helfen, es herauszufinden? Das versuche ich ohnehin. Ich kann euch helfen, solange unsere Interessen sich kreuzen. Ich nehme, was ich kriegen kann. Es gibt eine Luke auf der Spitze dieses Turms, die zu einer geheimen Kammer führt. Geht dorthin, wartet und beobachtet. Ein schwieriges Treffen. Süleman untersucht den Anschlag auf sein Leben. Belauschen Sie seine Unterhaltung mit dem Janitscharen-Hauptmann Tariq Baraletti, nicht entdeckt werden. Ich möchte mit euch reden. Nein, ich will aber nicht mit euch reden. Oh. Dieser Mann erinnert mich. Mist. Hey, hallo. Oh nein, Kreuzchen. Wieso komme ich denn hier nirgendwo hoch? Ja, das war jetzt natürlich sehr bitter. Ich meine, ich spiele eh nicht auf bewusst volle Synchronisation. Vielleicht sehen die mich jetzt nicht mehr. Sollen wir dich lieber verbrennen oder begraben? Ich meine, es stehen auch nur zwei auf dem. Wir das einfach. Hört auf meinen Neffen, Tariq. Eure Inkompetenz grenzt an Verrat. Allein der Gedanke, dass eure Janitscharen heute von einem italienischen Lautenspieler bezwungen wurden. Unerhört. Ein unverzeihlicher Fehler, Effendim. Ich werde das umfassend untersuchen. Ich werde die Untersuchung führen, Tariq. Aus wohl offensichtlichen Gründen. Evet, Cesadem. Ihr besitzt eures Vaters Weisheit. Und seine Ungeduld. Onkel, wie gut, euch unversehrt zu sehen. Sei gegrüßt, Süleyman. Allaha emanet olun. Tariq Bey, auf ein Wort. Was wohl der Zweck dieses Angriffs gewesen sein mag? Mich schwach aussehen zu lassen? Wie einen unfähigen Stadtvogt? Wenn ihr eure Hand im Spiel hattet, Tariq, habt ihr einen schweren Fehler begangen. Mein Vater hat mich als nächsten Sultan erwählt. Nicht meinen Bruder. Ahmed, ich bin außerstande, mir den Verrat, den ihr mir vorwerft, nur vorzustellen. Was habe ich getan, dass mich die Janitscharen gering schätzen? Was tat mein Bruder für euch, das ich nicht tat? Darf ich offen sprechen? Aber bitte. Ihr seid schwach, Ahmed.
Zu nachdenklich in Kriegszeiten und zu unstet im Frieden. Euch fehlt die Leidenschaft für die Traditionen der Ghazi. Ihr sprecht von Brüdern in der Gesellschaft Ungläubiger. Ihr werdet ein guter Philosoph, Ahmed. Aber wohl kein guter Sultan. Ihr findet allein hinaus. Harsche Kritik, würde ich behaupten, ne? Sehr harsche Kritik. Eine nette Familie, hm? Eurem Onkel mangelt es an Einfluss über jene, die er bald kommandiert. Tariq ist ein harter Mann. Stolz und fähig, aber ehrgeizig. Und er bewundert meinen Vater sehr. Doch gelang es ihm nicht, diesen Palast vor den Byzantinern zu schützen. Das erfordert unsere Aufmerksamkeit. Allerdings. Wo sollen wir anfangen? Behaltet Tariq und seine Janitscharen im Auge. Sie verbringen einen Großteil ihrer Zeit im und um den Bazar. Ich sehe mich dort um, wenn ich Zeit habe. Oh, die Sequenz jetzt schon wieder flöten? Krass. Krass, das war dann auch schon Sequenz 4. Das ging jetzt super schnell. Ich meine, wir haben auch schon viel gemacht. Ich habe die Bekanntschaft eines osmanischen Prinzen mit Namen Süleyman gemacht. Ein gewitzter junger Mann mit einer für sein Alter ungewöhnlichen Ausstrahlung. Auf seinen Rat hin werde ich einigen verdächtigen Janitscharen nachstellen, die womöglich mit den Templern im Bunde stehen. Mit etwas Glück führen diese mich direkt zu den Anführern der Templer. In der Zwischenzeit hilft mir die Venezianerin Sofia Sator, weiterhin die versteckten Schlüssel zu finden. Sie ist eine tüchtige Frau, voller Elan und Leidenschaft, und ich genieße ihre Gesellschaft sehr. Jedoch wage ich nicht, ihr den wahren Grund meines Aufenthalts zu verraten. Oder gar meinen Beruf. Ich möchte niemanden in unseren Kampf hineinziehen, der sich nicht freiwillig dazu bereit erklärt. Guter Mann. Uns wird nicht gesagt, welches Jahr das ist oder sonst dergleichen. Okay. Neue Gegenstände im Buchladen erhältlich. Oha, dann preschen wir erstmal mit dem Geld hier. Neue Gegenstände bei Schneidern freigeschaltet. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zur Bank. Und wir haben eine neue Sophia-Erinnerung. Das heißt, wir können einen neuen Schlüssel wahrscheinlich wiederfinden. Ich würde jetzt aber kurz zu den Händlern gehen, also zur Bank und so. Und danach würde ich sagen, machen wir erstmal Feierabend für heute. Haben ja schon einiges gespielt und auch einiges wieder geschafft. Eigentlich sind wir so weit, dass wir sagen können, wir können jetzt einfach ganz entspannt die Hauptmission spielen. Und ups, jetzt habe ich was geklaut. Das wollte ich mal wieder nicht. Aber passiert. Was passiert? Rüstung. Wir können jetzt... Ich kaufe die einfach nur, um sie zu haben, ne? Also wir haben eigentlich schon eine richtig gute Rüstung, deswegen ist es total Quatsch, das zu kaufen. Ich möchte auch keinen Streithammer oder sonst irgendwie was haben. Syrischer Säbel hat höheren Schaden. Der sieht schön aus, nehmen wir den einfach. So, und jetzt haben wir den auch ausgewählt. Ich glaube, eine kleine Waffe haben wir gar nicht. Das Stilett. Ja, das Standard. Das Fleischermesser. Tempo. Hey, peinlich. Ich lasse die ausreden. Was habe ich bis jetzt verpasst? Recht viel. Auf jeden Fall das Giveaway auch schon. Und ja. Eigentlich mache ich gleich Feierabend. Gute Nacht. Niemand braucht Feierabend. Was? Olli, gehst du jetzt? Haben wir wirklich kein Geld mehr für dieses Buch, kann das sein? Jetzt kommen plötzlich die teuren Gelder. Die teuren Bücher. Gute Nacht, Olli, an dich auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich gehe jetzt auch nur noch zum Schneider, sobald ich den gefunden habe.
Das Fleisch, ich finde das Fleischstoffmesser sieht echt scheiße aus. Ich sag auch schon mal gute Nacht euch. Ja, ja, zock du mal weiter, du. Ich finde, das Fleischermesser ist echt hässlich. Also ich wollte mir eigentlich das andere Messer, was da noch angezeigt worden ist, kaufen. Ach, Ezio. Du sollst durch das Fenster. Durch das Fenster! Mit ein bisschen Anlauf geht alles. Naja, wie geht es euch so gut? So, mir geht es sehr gut eigentlich. Doch, mir geht es wunderbar. So, wir kaufen jetzt noch neue Messergürtel und in der Hoffnung noch Fallschirm und vielleicht klappt es noch, den anderen Beutel zu kaufen. Nein, klappt es leider nicht mehr. Mir geht es auf jeden Fall gut. Ich hatte heute einen sehr lustigen Tag mit den ganzen Leuten, deswegen bin ich auch sehr glücklich. Und wir machen das Spiel jetzt schon mal aus.